Also, wir begrüßen jetzt im Interview Herrn Professor Dr. Karl Albrecht Schachtschneider. Und meine erste Frage zielt darauf ab, eine kleine Übersicht zu geben den Hörern. Denn die Frage ist Ja. natürlich, warum sollen die Hörer überhaupt sich jetzt dieses Interview anhören? Und warum sollen sie jetzt eigentlich sich diesen Kritikern eben zuneigen und denen zuhören? Meine Frage ist, nach dem gescheiterten Referendum in Irland, das war mittlerweile die dritte Ablehnung, holten die Medien und die Politik sofort einhellig zum Gegenschlag aus. Es wurde behauptet, die Neinsager hätten überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Die Neinsager wären diese sozial inakzeptablen Wesen aus extremen politischen Gruppen oder die Bürger hätten einfach versucht, ihre Regierung abzustrafen. Ist es Ja. nicht so, dass unter keinen Umständen zugegeben werden durfte, dass gewöhnliche anständige Bürger sich über die EU informiert und eine bewusste Entscheidung dagegen getroffen hatten? Ja, das kann ich nur für richtig erklären, wie Sie das formulieren. Wer informiert ist über die Vertragsentwicklung der Europäischen Union und den Vertrag von Lissabon, kann eigentlich guten Gewissens dem nicht zustimmen. Die Voraussetzung der Zustimmung sowohl der Abgeordneten und der Politiker allgemein, aber auch der Bevölkerung ist, dass sie nicht wissen, was in den Verträgen steht und was da im Einzelnen bewirkt wird. Also ich denke auch, dass die Iren für uns alle ganz erheblich die Freiheit, das Recht verteidigt haben und dass wir ihnen dankbar sein müssen und das ganz falsch ist, weil ich auch ein wenig die Diskussion, die zur Abstimmung in Irland geführt hat, kenne und auch ein wenig beeinflussen konnte, dass es ganz falsch ist, anzunehmen, dass das irgendwelche Außenseiter sind, die einfach da frustriert sind oder abstrafen wollen. Das ist nicht richtig. Die EU gilt als unweigerlich. Also es darf nicht die EU selber eigentlich angezweifelt werden. Also Ja. diese neue zentralistische Superregierung soll uns vor Terroristen schützen, vor dem organisierten Verbrechen schützen, soll uns eine wirtschaftliche Traumlandschaft bescheren, die Freiheit vergrößern. Also uns wird wirklich eine Utopie hier verkauft. Und Ja. was sind die Kerngründe, warum wir eben wirklich darauf aufmerksam werden müssen, was eigentlich hinter dieser EU wirklich steckt? Ja, genau das Gegenteil von dem, was da als Begründung genannt wird, ist richtig. Allemal fördert dieser große Raum, wie er so schön heißt, der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts, das Gegenteil ist richtig, die organisierte Kriminalität. Das wird ja auch zugestanden. Dementsprechend werden entsprechende Maßnahmen getroffen, die letztlich wiederum den Polizeistaat ganz erheblich stärken, wegen dieses doch sehr unsicheren Terrorismus-Arguments. Überhaupt nicht ist es richtig, dass es den Wohlstand fördert. Ganz im Gegenteil, hier alle diskutieren über das die immer zunehmend große Schere zwischen Arm und Reich. Und genau das ist eine Wirkung eben der europäischen Integration, denn die Europäische Union ist ja nur eine Region der Weltwirtschaft. Und in der Weltwirtschaft gibt es keine Chance für soziale Gerechtigkeit und entsprechende Maßnahmen. Und die Freiheit, die ist ja wohl untrennbar verbunden mit Institutionen der Freiheit. Das ist vor allem die Demokratie, das ist der Rechtsstaat, das ist der Sozialstaat. Das gehört alles zur Freiheit. Und wir wollen ja eigentlich auch nur Mitglied sein einer Europäischen Union, die eben die Demokratie, den Rechtsstaat, den Sozialstaat, den Föderalismus und die Grundrechte respektiert, auch das Subsidiaritätsprinzip. Das Gegenteil ist der Fall. Die Union ruiniert, hat ruiniert die Demokratie, der Rechtsstaat ist schwer beschädigt, der Sozialstaat wird zunehmend abgebaut, Föderalismus wird auch mehr und mehr zurückgedrängt, soweit das überhaupt noch unter Respekt der Mitgliedstaaten möglich ist. Und der Grundrechtsschutz leidet ganz erhebliche Not. Sie haben das Argument beschrieben des Terrors. Also das ist natürlich dann, ich nenne das Ja. so Zuckerbrot und Peitsche. Also auf der einen Seite werden diese Versprechungen gemacht, auf der anderen Seite kommen natürlich dann die Drohungen. Also das heißt, wenn wir diese EU nicht bekommen, wenn wir das nicht durchsetzen, dann wird es verheerend sein. Also verheerend war ein Wort, das ich immer wieder gelesen hatte. Und Ja. das Terrorargument interessiert mich besonders. Ist es nicht so, dass wir heute Angriffskriege Krieg gegen den Terror nennen? Und wie vertraut sind Sie mit der Forschung über verdeckte Kriegsführung und Anschläge unter falscher Flagge? Also Sie sehen Leute wie Daniele Ganser aus der Schweiz oder Andreas von Bülow. Ja, also ich kenne das auch.
ein wenig. Ich habe da mich nicht sehr groß damit beschäftigt. Ich habe wenig Zweifel daran, dass also da auch entsprechende Maßnahmen vorgetäuscht werden, um Kriege zu ermöglichen. Fraglos ist der Kampf gegen den Terror eine Vokabel, die Angriffskriege rechtfertigen soll und deckt Angriffskriege, die an sich gegen das Grundgesetz verstoßen. Denn das lässt ja eigentlich nur die Verteidigung zu. Angriffskriege und allein schon die Vorbereitung von Angriffskriegen ist unter Strafe zu stellen. Und nur mit einer Veränderung der Worte versucht man, das zu rechtfertigen. Und die Sorge, dass da Kriege provoziert werden, auch im Interesse der Waffenindustrie natürlich, das dürfte von großer Bedeutung sein, denke ich, auch bei den Vorfällen in Georgien jetzt, macht das größte Sorge, weil damit ja auch die Rechtfertigung verbunden wird, eben im innenpolitisch ganz erheblich die Zügel anzuziehen, aber natürlich auch gerade außenpolitisch. Und das sind alles Möglichkeiten, die angesichts der Entdemokratisierung unserer Lebensverhältnisse sehr viel leichter durchsetzbar geworden sind. Es gehört natürlich immer die Propaganda auch dazu, die ganz stark betrieben wird, eben auch, dass man ohne die europäische Integration gar nicht leben könne. Das Gegenteil ist natürlich genau richtig. Unsere Lebensverhältnisse wären auch wirtschaftlich erheblich besser ohne die europäische Integration. Also leider hat sich diese Veranstaltung in eine ganz falsche Richtung entwickelt. Das liegt auch an dem Übermacht des Neoliberalismus und der entsprechenden kapitalistischen Gegebenheiten. Denn man muss ja sehen, das allerwichtigste Prinzip der Europäischen Union ist die Kapitalverkehrsfreiheit. Und die, ich habe mich schon lange damit beschäftigt und da kritisiert, aber das wird wenig beachtet, die erlebt ja gerade ihr Waterloo in diesen Tagen, was eigentlich völlig klar war, dass es zu einer solchen Krise kommen wird, angesichts der gigantischen Aufblähung der Kreditmärkte. Und das sind alles Entwicklungen, auf die wir als Bürger und im Prinzip auch die politisch Verantwortlichen gar keinen Einfluss mehr haben, durch die Strukturen der Europäischen Union, durch die unsagbaren Verträge, die ja Verfassungsrang haben, der Sache nach, durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs gemäß den Verträgen, das Leitprinzip ist der Binnenmarkt, das ist Deregulierung und Entmachtung der Staaten, und Entmachtung der Staaten heißt gleichzeitig Entmachtung der Bürger, deren Wahl bedeutungslos geworden ist. Und das ermöglicht dann natürlich solche kriegerische Entwicklung. Ich sage auch, das Friedensargument, das ja immer mit so großer Suggestivkraft in die Diskussion eingeworfen wird von all den Befürwortern der Integration in dieser Weise, das dient dem Frieden. Das mag ja unmittelbar nach dem Kriege, als Churchill davon gesprochen hat, richtig gewesen sein, aber es ist schon lange nicht mehr richtig. Ich denke, dass dieser Großstaat Europa eher den Krieg begünstigt und fördert, als umgekehrt den Frieden. Denn zum Frieden gehört allemal die innere Rechtlichkeit, das verlangt kleine Einheiten, die der Demokratie fähig sind und der Sozialstaat fähig sind, der rechtsfähig sind. Und es ist also genau umgekehrt, dass auch der Föderalismus, der wirkliche Föderalismus, der immer eine Chance ist der Freiheit, und die allgemeine Freiheit ist eine andere Vokabel für Frieden. Also dass das ein Friedenswerk ist und noch ist, bestreite ich energisch. Jemand hat mal die Analogie entworfen, dass eigentlich Föderalismus vergleichbar ist mit den Schotten von einem Schiff. Also wenn quasi ein Schiff gegen den Eisberg läuft, dann werden die Schotten dicht gemacht, und selbst wenn ein Compartment vollläuft, sinkt nicht gleich der ganze Kahn. Und so wird es eben auch betrachtet im Föderalismus. Also wenn wir wirklich dann souveräne Nationen haben, dann kann vielleicht mal die eine Nation abrutschen in Polizeistaat und illegale Kriege. Aber wie gesagt, wir haben nicht dieses ganze Gebilde, das ganze Europa zum Beispiel, das dann hinterherfällt. Völlig überzeugend und völlig richtig. Genauso sehe ich das. Die kleinen Einheiten, die durchaus zusammenarbeiten können und sollten und in rechtlichen Verhältnissen leben sollten, um des Friedens willen, die sind eine ganz entscheidende Sicherheit für Freiheit und Recht. Das ist eben also die, wie man das nennt, vertikale Gewaltenteilung. Es gibt nicht nur die horizontale zwischen Regierung
und Gesetzgebung und Rechtsprechung, sondern eben auch die des Föderalismus. Und die ist viel wichtiger noch genau genommen für die Gewaltenteilung. Genau in dem Sinne, wie Sie es gesagt haben, es ist sehr schwer, viele Staaten, jetzt sind 27 in der Europäischen Union, in die Diktatur zu überführen, aber relativ einfach einen Großstaat dorthin zu führen. Und ich sehe eigentlich keinen Großstaat, der jemals in dieser Geschichte in Freiheit gelebt hätte. Und da kann man auch das Beispiel der Vereinigten Staaten angesichts der wirtschaftlichen Gegebenheiten dort, dieser Zweidrittelgesellschaft, keineswegs anführen, zumal die Vereinigten Staaten im hohen Maße kriegerisch sind. Also ich sehe das Beispiel nicht. Und ganz im Gegenteil, für mich ist die Entwicklung zum Großstaat die ganz große Gefahr für unser aller Freiheiten. Deswegen bekämpfe ich auch diese Integration mit meinen schwachen Kräften. Stichwort Wirtschaft. Nikolas, das ist dein Fachgebiet. Da ist momentan natürlich der Baum am Brennen. Ja. Nikolas, dein Input? Richtig. Mich würde interessieren, weil Sie haben ja vorher auch gesprochen von der Wirtschaftsverfassung, die einen ganz elementaren Teil darstellt, ja, wo ausgegangen wird von Freihandel, und wir haben ja eigentlich diese Freihandelssituation nicht wirklich nach Ricardo, diese alte Schule, das gibt's ja wirklich gar nicht. Dann wird dieser Begriff wirksamer Wettbewerb gern verwendet, und ich möchte von Ihnen eine Einschätzung wissen: Kann die Europäische Union diesen Begriff überhaupt definieren? Wenn ja, wie ist der definiert, was haben wir davon zu halten und welche Rolle spielt es für uns? Also wenn ich das sagen darf, beiläufig, es klingt fast so, als hätten Sie meine Buch zur europäischen Wirtschaftsverfassung gelesen. Habe ich noch nicht, aber hole ich gerne. Können Sie auch nicht, weil es noch gar nicht veröffentlicht ist, weil es erst fertig wird. Ah, okay. Jetzt, ja, ist aber fast fertig. Genau zentrale Fragen, die Sie stellen. Also erstens haben Sie vollkommen recht, dass das eine reine Ideologie ist. Die Freihandelssituation eines Ricardo und auch eines Adam Smith besteht ja überhaupt gar nicht. Ja, denn die setzte voraus eben die volle Auslastung aller Ressourcen. Also in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit oder auch versteckter hoher Arbeitslosigkeit kann es überhaupt die Situation des Freihandels gar nicht geben, sondern hier sind ganz andere Situationen gegeben, denn man tauscht ja die Arbeitnehmerschaft aus, nämlich die etwas kostspieligere gegen eine sehr viel billigere in China, Indien und sonst wo. Also wir haben keine Freihandelssituation allemal, und schon deswegen ist diese Ideologie falsch, und dass diese Politik des vermeintlichen Freihandels ins Auge geht, insbesondere wegen der Kapitalverkehrsfreiheit, die in diesem Sinne auch nie zur Freihandelslehre gehörte, zeigt sich ja in der gegenwärtigen Situation mit aller Deutlichkeit. Also es muss unbedingt die Möglichkeit bestehen, dass die Volkswirtschaften, die ja heterogen sind, die Möglichkeit haben, sachgerechte Wirtschaftspolitik zu machen. Und das kann eine Politik der Öffnung der Märkte sein, es kann aber auch eine Politik des Schutzes der Märkte sein, im Interesse der Arbeitnehmerschaft. Und wir zahlen ja ohnehin für jeden Menschen im Lande fast genauso viel, unabhängig davon, ob er arbeitet oder nicht arbeitet. Ja, denn wir müssen ja schließlich alle irgendwie einigermaßen menschenwürdig leben lassen. Es kommen ja noch die Transportkosten dazu, es kommen natürlich die Arbeitskosten in den Produktionsländern dazu, China zum Beispiel. Und, was entscheidend ist, es kommen die exorbitanten Kapitalrenditen dazu, der Kapitaleigner aus den Vereinigten Staaten beispielsweise, Pensionsfonds und woanders her. Wir haben ja einen Anstieg der Kapitalrendite und Forderungen bis zu 25%. Das ist natürlich sehr viel mehr als in den Zeiten der sozialen Marktwirtschaft in Deutschland. Da hatte Siemens eine Kapitalrendite von 3%. Alle waren zufrieden und alle hatten Arbeit. Und jetzt müssen das 25% sein. Also das sind alles kapitalistische Entwicklungen, die also mehr als ärgerlich sind, aber zum anderen Begriff, wirksamer Wettbewerb. Das ist auch so eine Kaschierung der Willkürmöglichkeiten. Dieser Begriff eröffnet der Kommission jene Art der Willkür in der Wettbewerbspolitik. Und wer das Recht zur Willkür hat, hat immer auch die gute Chance, eben doch motiviert zu werden zu bestimmten Entscheidungen. Sprich, das ist die Situation der Korruption. Nur klare Rechtsbegriffe, die hinreichend bestimmt sind, sodass sie auch überprüft werden können, sichern den Rechtsstaat. Und der Begriff des wirksamen Wettbewerbs ist genau das Gegenteil. Es ist nämlich so,
Das ist ja angeseilt an diese Chicago School, die vom funktionierenden Wettbewerb, eine mehr als fragwürdige Lehre des Wettbewerbs, die in Wirklichkeit in Amerika auch gar nicht durchgeführt wird, sondern nur in Deutschland Platz gegriffen hat und in der Europäischen Union eben bedeutsam ist. Nämlich, erstens kann schon niemand wirklich definieren, administrativ, was erforderlich ist, um den Wettbewerb zu fördern. Das hat ja Friedrich August von Hayek mit aller Deutlichkeit herausgestellt, mit seiner richtigen Position, Wettbewerb ist ein Entdeckungsverfahren. Das ist immer auf Enttäuschung angelegt. Man weiß erst hinterher, ob die unternehmerische Maßnahme hilfreich war oder nicht. Ja, also kein Staat ist in der Lage zu sagen, diese Maßnahmen, diese Politik nützt dem Wettbewerb oder sonst jemand, sondern man kann nur klare Regelungen treffen, etwa das Kartell verbieten. Aber so ist es nicht. Nach dem Begriff ist ein Kartell beispielsweise, das in Amerika eigentlich krass verboten ist, dann legal, also erlaubt, wenn es dem wirksamen Wettbewerb dient. Illegal, wenn es dem wirksamen Wettbewerb nicht dient. Ein Kartell großer Unternehmen kann zu Bußgeldern führen von bis zu 1 Milliarde. Das hat die Europäische Kommission schon verhängt. Man weiß aber vorher nicht, ist meine Maßnahme rechtens oder nicht, dient sie dem Wettbewerb oder nicht. Man kann sich ja vorstellen, dass man lieber vielleicht 100 Millionen zahlt oder auch nur 10 Millionen an irgendjemanden zahlt, ehe man 1 Milliarde Bußgeld bezahlt oder auch nur 400 Millionen, wie Siemens vor einiger Zeit. Da ist man vielleicht auch bereit, gerade Siemens, vielleicht sich mit 40 Millionen, die man aufwendet, um das Schicksal abzuwenden, zufrieden zu geben. Also, denn der Gerichtshof sagt, die Wirksamkeit des Wettbewerbs hängt davon ab, ob der Wettbewerb nützlich ist zur Erreichung aller Ziele der Europäischen Union. Aller Ziele. Das heißt also auch die ganzen doch irgendwo in den Zielkanon vorhandenen sozialpolitischen Ziele, die wirtschaftspolitischen Ziele, natürlich auch die polizeipolitischen Ziele und welche es auch immer sein, auch die außenwirtschaftlichen Ziele. Die Union hat ja eine Zielsetzung, die nichts auslässt. Ja, das ist sozusagen das gute Leben für alle Menschen dieser Welt. Also es gibt überhaupt keine Bestimmtheit des Wettbewerbsbegriffs mehr. Ich bin der Auffassung, dass das ganze Wettbewerbsrecht seit dieser der Begrifflichkeit, die durch die Verordnung eingeführt worden ist, die so nicht im Vertrag steht, sind Verordnungen von 2003 und 2004, aber vorher schon praktiziert wurde, dass seitdem die gesamte Administration des Wettbewerbs wegen mangelnder rechtsstaatlicher Bestimmtheit verfassungswidrig ist. Also es ist da hat man wirklich eine Landschaft der Korruption eröffnet. Durch den Begriff. Hm. Wir haben jetzt gehört diesen Begriff der Kommission, ja, und wir kennen uns einigermaßen in der politischen Landschaft in der EU aus. Das heißt, wir nehmen an, wir wissen, was diese Kommission kann und was sie nicht kann. Aber was mich insbesondere jetzt interessiert, ist dieses Veränderungsverfahren beziehungsweise die beiden Veränderungsverfahren und dann unter dem Stichwort der Kompetenz. Also wer regelt die Zuständigkeiten, die Kompetenzen? Wer hat die Kompetenz, die Zuständigkeiten festzulegen? Und ist es übertrieben, wenn der Bundestagsabgeordnete Henry Nitsche vor dem Bundestag dies in Relation oder vergleicht mit einer Art Ermächtigungsgesetz? Nein, das ist überhaupt nicht übertrieben, das ist völlig richtig. Das ist ja auch ein Begriff, den ich benutzt habe. Ich glaube, daher hatte er ihn sogar. Man spricht ja sowieso von Ermächtigungen der Europäischen Union durch die Befugnisse, die hier eingeräumt worden sind. Natürlich, dieses Wort schafft eine Nähe zu dem Ermächtigungsgesetz von 1933. Und das ist ja auch nicht nur falsch. Die Verhältnisse waren damals anders. Wirtschaftlichen Verhältnisse mit der großen Not, der großen Arbeitslosigkeit, das ist jetzt heute schon sehr viel milder, aber die Gefahren sind sehr groß. Entscheidend ist doch nur, dass der Union schon jetzt, gerade im wirtschaftlichen Bereich, die Kompetenz eingeräumt ist. Zum Beispiel bei der Gestaltung des Wettbewerbsrechts, da haben die Mitgliedstaaten keinerlei Möglichkeiten mehr, ihre Vorstellung von richtigem Wettbewerb durchzusetzen und die Regelung, die ich gerade angesprochen habe, mit dem Leitbegriff des wirksamen Wettbewerbs, sind ja voll von Deutschland zum Beispiel übernommen worden.
Auch für die deutschen Verhältnisse, also für Wettbewerb, der nur den deutschen Bereich betrifft. Also unser neues Wettbewerbsrecht, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung, sogenanntes Kartellgesetz, folgt dem voll und ganz, verweist direkt auf die europäischen Verordnungen, und da ist gar kein Unterschied mehr. Wir haben wirtschaftspolitisch, insbesondere wettbewerbspolitisch, aber auch marktpolitisch die Kompetenz vollkommen verloren, was ich ja in den Prozessen auch kritisiere. Das Binnenmarktprinzip, das ist ja das Prinzip, das neoliberale Prinzip der Grundfreiheiten, verwaltet eins, ich sage extra verwaltet, der Europäische Gerichtshof. Der ist eine apologetische Instanz für die Kommission. Der hält alles gut, was die Kommission macht. Und geht sehr weit in seiner Deregulierungsrechtsprechung, wenn man das überhaupt Rechtsprechung nennen will, besser sagt man Judikatur. Das sind Machtsprüche. Also gerade wirtschaftspolitisch haben wir also als Land, als Deutschland keine Möglichkeiten mehr. Natürlich kann Deutschland auf die Wirtschaftspolitik der Union insofern Einfluss nehmen, als von uns jeweils ein Minister im Rat sitzt oder eben die Bundeskanzlerin im Europäischen Rat. Aber zum Beispiel der Europäische Gerichtshof trifft wichtige Entscheidungen für Deutschland, jetzt zum Beispiel zum VW-Gesetz, ohne dass auch nur ein Deutscher in dem Gericht saß. Ne? Wenn Sie das angucken, das Urteil jetzt vom Oktober 2007, alles andere Richter, kein Deutscher dabei in der Großen Kammer, die da entschieden hat. Also gerade der Gerichtshof, der die allergrößte Macht hat, ist ja ohne jede demokratische Legitimation. Es kommt noch hinzu, dass jetzt durch den Vertrag von Lissabon nun alle großen Generalklauseln erweitert werden und eine neue hinzukommt im vereinfachten Vertragsänderungsverfahren. Danach kann der Europäische Rat, das sind die Staats- und Regierungschefs, plus Präsidenten der Kommission und in Zukunft dann des Rates, die können das gesamte Wirtschaftsrecht, das gesamte Sozialrecht, das gesamte Steuerrecht, Polizeirecht, Justizrecht, also alles außer dem Recht der Sicherheit der Verteidigung nach außen, weil das unter NATO-Regime läuft, das ist der Grund, das können sie ändern, das Vertragsrecht, das primäre Vertragsrecht, das ist also eigentlich unsere Verfassung, unter der wir leben, nur durch Beschluss. Und die Mitgliedstaaten haben darauf keinen Einfluss, abgesehen davon, dass es einstimmig erfolgen muss, also die Regierung oder der entsprechende Regierungschef muss schon zustimmen. Aber der stimmt dem zu, im Zweifel, dass die Parlamente haben keinen Einfluss mehr, wenn nicht die Mitgliedstaaten intern sagen, dass der Regierungschef nur zustimmen darf, wenn das Parlament vorher zugestimmt hat. Das könnten die Länder machen, aber sie machen es nicht. Das macht Deutschland jedenfalls nicht. In Deutschland ist ganz klar, dass solche Beschlüsse nicht der Zustimmung des Bundestags und Bundesrates bedürfen, weil es keine völkerrechtlichen Verträge sind, sondern Organbeschlüsse. Und dass auch nach Artikel 23, dem Europa-Artikel, weil das Grundgesetz durch solche Beschlüsse nicht geändert wird, denn das Grundgesetz wird schon durch den Vertrag von Lissabon geändert, dass diese Ermächtigung gibt, dass also solche Beschlüsse, die das europäische Verfassungsrecht völlig verändern, eben der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat nicht bedürfen. Die können eine Stellungnahme abgeben, aber die Stellungnahme hat die Eigenart, nicht beachtet zu werden. Sie ist nicht verbindlich. Also das ist ein klares Ermächtigungsgesetz, eine Diktaturverfassung, das habe ich immer wieder gesagt, die da ermöglicht wird. Und damit kann man dann machen, was man politisch für richtig hält. Ja, es gibt ja immer noch eine Möglichkeit, auszutreten aus der Europäischen Union. Ich habe die selbst durchgesetzt im Maastricht-Vertrag, im Maastricht-Prozess. Vorher wurde es ja als alles unumkehrbar hingestellt. Nur muss man auch einsehen, dass ein solcher Austritt Deutschlands möglicherweise der Kriegsfall wäre. Das könnte Helmut Kohl gemeint haben, wenn er immer sagte, die Integration ist Sache von Krieg und Frieden. Es geht auch darum, Deutschland einzubinden. Und wenn Deutschland da ausscheidet, dann würde es doch schon ein bisschen mehr als nur ein Murren geben. Natürlich ist die Europäische Union dann erledigt, das ist ganz klar. Ohne Deutschland geht das nicht. Mittendrin ist ja auch die entscheidende Wirtschaftsmacht, die man ja auch schließlich nutzen will. Und dann also, ob das die Vereinigten Staaten zulassen, der politische Druck wäre so ungeheuerlich, dass ich nicht sehe, dass irgendeine Regierung, so wie Deutschland nun mal wählt, dann das auch nur ins Auge fassen würde. Immerhin mussten alle akzeptieren, dass es das Austrittsrecht gibt, weil das Bundesverfassungsgericht das so entschieden hat.
nach dem Maastricht-Urteil gab es noch viele Stimmen, die es bestritten haben. Jetzt steht es im Vertrag, man hat jetzt hineingeschrieben, und zwar auch deswegen, weil man auf diese Weise auch erreichen kann, dass Mitgliedstaaten ausscheiden, indem sie austreten, indem man Druck ausübt. Daran denken ja viele in Sachen Irland. Da kann man kann niemanden ausschließen nach dem Vertrag, aber man kann jemanden rausdrängen. Notfalls könnten alle anderen 26 aussteigen, austreten und eine neue Gemeinschaft gründen. Und dann wäre Irland auch draußen, ja. Also man will auch diese Option haben bei den 27, es werden ja noch mehr werden, denn da ist ja nicht mehr sicher, da ist doch für die ganz großen Fragen, immer noch für sehr viele Fragen, nämlich in 74 Kompetenzen Einstimmigkeitsprinzip gibt. Und gerade für die ganz großen Fragen, also im Rat, also auf der administrativen, exekutiven Ebene, dass man dann vielleicht jemanden herausdrängen kann auf diese Weise. Wir haben gesehen in Deutschland, der Bundestag hat ein Papier ausgearbeitet über die Europäische Unionsarmee. Und das Ganze wurde in den Medien berichtet so als, ja, wir wollen integrieren, wir wollen harmonisieren, es ist nichts Dramatisches. Und wir haben uns das Ding durchgelesen und wir fanden dann, dass eben diese neue Methodologie angewendet wird, dass quasi in einem Mitgliedstaat eine Krise ausbrechen kann. Und man kann dann aus jedem anderen Mitgliedstaat Truppen dann in dieses Land ziehen, um dann, Zitat, die Ordnung wiederherzustellen. Und die Frage ist natürlich dann, sehen wir irgendwann rumänische Soldaten in Deutschland, die für, Zitat, Ruhe und Ordnung sorgen? Oder wenn wir eine Mittelmeerunion noch dazu kriegen, sehen wir dann irgendwann syrische Soldaten in Deutschland? Völlig richtig, völlig richtig. Wenn Georgien jetzt schon zum Beispiel Mitglied der NATO gewesen wäre, hätten wir eine Bündnisverpflichtung gehabt und hätten also dann unsere Soldaten gegen die russischen Soldaten stellen müssen. Das ist also schon eine geradezu abenteuerliche Vorstellung. Aber das würde genauso sein. In der Union besteht eine Bündnispflicht, besteht ein Bündnis und da besteht eine Beistandspflicht, Also wenn also der Fall, ein solcher Fall, wie Sie ihn schildern, also Terror, was immer das sei, keiner hat es bisher definieren können, oder andere Besorgnisse bestehen, die alle da formuliert sind, und dann muss geholfen werden, da besteht die Verpflichtung, und die also nur noch, sagen wir mal, nicht voll entwickelt ist für die bisher neutralen Staaten. Also das ist Österreich, Schweden und auch Irland, glaube ich, und andere, obwohl man darüber streiten kann, wie der Vertrag da wirklich zu interpretieren ist, denn der ermöglicht ja sowieso eine einheitliche Verteidigung. Jedenfalls besteht dann diese Verpflichtung, die Streitkräfte einzusetzen, insbesondere verstärkt für die besondere militärische Fähigkeiten haben im Rahmen der strukturierten Zusammenarbeit. Und jedenfalls Deutschland ist nicht neutral, Deutschland hätte die Verpflichtung und gegenüber Deutschland könnte es natürlich genauso geschehen, dass dann, wenn irgendjemand sagt, da ist ein militärischer Einsatz nötig, da bestehen terroristische Situationen, die man ja jederzeit herbeiführen kann, die auch ständig herbeigeredet werden. Es wird ja ständig gesagt, Deutschland ist auch ein Land, in dem das zu befürchten ist, dann würden alle möglichen militärischen Kräfte in Deutschland tätig werden können. Und umgekehrt. Haben Sie mitbekommen? Deutsche Militär in Rumänien. Richtig. Haben Sie mitbekommen, dass die neue Meldung über die Sauerland-Terrorzelle, dass anscheinend ein hochrangiger Informant die Zünder geliefert hatte und das jetzt in England, die Verdächtigen freigesprochen worden sind, das war dieser Flüssigsprengstoff-Plot. Also hat sich herausgestellt, man konnte denen nichts nachweisen. Das war der Plot, der dann dazu geführt hatte, dass dann an den Flughäfen dann die Flüssigkeiten überwacht werden, die Leute an Bord mitnehmen wollen. Das Letzte hatte ich jetzt noch nicht mitbekommen und das auch eine Sauerland-Sache, diesen Aspekt nicht. Aber ich habe auch wenig Zweifel, dass solche Möglichkeiten zumindest bestehen, und dass da die Dienste auch das nutzen können, ja, für alle möglichen politischen Zwecke. Ne? Man muss ja auch sehen, dass der Vertrag eine Aufrüstungsverpflichtung explizit formuliert und dass damit natürlich der Waffenindustrie auch Genüge getan ist und dass wir jedenfalls mit einer weiteren Aufrüstung rechnen müssen. In jeder Weise nach innen und nach außen wird die Militarisierung der Lebensverhältnisse fortschreiten.
Dazu hätte ich eine ganz konkrete Frage. Da dieser Punkt ja scheinbar in Verfassungsrang gehoben wird, bin ich denn, wenn ich jetzt sage, ich bin eigentlich ein Aufrüstungsgegner, ich möchte eigentlich in Frieden, Freiheit, Wohlstand leben, ich bin ein Aufrüstungsgegner, mache ich mich damit zum EU-Verfassungsfeind? Ja, also den Begriff des EU-Verfassungsfeinds gibt es im eigentlichen Sinne noch nicht. Es ist ja ohnehin ein mehr als fragwürdiger Ausdruck, Verfassungsfeindlichkeit. Entweder sind politische Parteien beispielsweise verfassungswidrig, denn können und müssen sie nach Artikel 21 des Grundgesetzes verboten werden. Also der Begriff der Verfassungsfeindlichkeit ist ja ohnehin herbeigezerrt von der Verwaltung und der Rechtsprechung. Eigentlich hat er keinen grundgesetzlichen Status. Aber er wird praktiziert, bedauerlicherweise. Und dann ist es völlig richtig, dass es Verfassungsrang wird. Und aus unserer Verteidigungsverfassung, die das Grundgesetz ja nun mit aller Deutlichkeit ist, wird eben eine allgemeine Kriegsverfassung, die sich auch anmaßt, das Recht zum Kriege, nämlich Frieden zu schaffen in aller Welt und Terrorismus in aller Welt zu bekämpfen. Das steht ja explizit drin. Das sind ja nur andere Vokabeln für Befriedung anderer Gegenden der Welt. Und das ist die Vokabel für Kriege gegen andere Staaten, entgegen dem Verbot der Intervention, dem völkerrechtlichen Verbot der Intervention. Es wird wieder etabliert, das Recht zum Kriege, das ja als Jus ad bellum, das ja auch ausgeübt wird von den Vereinigten Staaten, also gegen das Grundgesetz, wobei man bemerken muss, dass das Bundesverfassungsgericht schon in den NATO-Entscheidungen die Veränderung der NATO-Doktrin im Sinne eben der Ermächtigung zu friedensschaffenden Maßnahmen akzeptiert hat. Ja? Also auch die NATO ist ja kein reines Verteidigungsbündnis mehr mit Zustimmung des Bundesverfassungsgerichts, was mehr als bedauerlich ist, ne? Dass das Gericht diesen Schritt gemacht hat. Richtigerweise hat ein Land nur das Recht und die Pflicht, sich zu verteidigen. Und große Bündnisse, übermäßig starke Bündnisse sind immer eine Gefahr für den Frieden. Und eigentlich unterliegt auch das schon rechtlichen Grenzen. Wie man sieht ja, wenn jetzt irgendwo in der Europäischen Union ein Krieg angezettelt wird, und irgendwann im Nahen Osten, irgendwann im Mittelmeerraum. Ich meine, Israel beispielsweise will ja unbedingt Mitglied der Europäischen Union werden, wie der Ministerpräsident, der jetzige Staatspräsident, ja klar gesagt hat. Und das ist ja auch sicherlich eine erklärte Zielsetzung, das so weit auszudehnen. Dann haben wir das ganze Problem des Nahen Ostens auch als ein Problem des Staates, in dem wir leben. Das ist nämlich die Europäische Union genau genommen. Und mit all den Verpflichtungen der militärischer Art und Berechtigungen, wenn man so will, und das ist natürlich ein völlig anderes Szenario, das dem Grundgesetz, das eben also eine Verteidigung ermöglicht hat, gar nicht mehr entspricht. Sie warten nach der Verfassungsfeindlichkeit. Ja, Sie werden dann sicherlich, wird es über kurz oder lang Gesetze geben, die die Effizienz der europäischen Verteidigung sozusagen stärken will. Es ist eine Ermächtigung drin, dass der Europäische Rat Beschlüsse fassen kann im Interesse der Effizienz der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Das steht explizit drin. Und diese Beschlüsse, die können meines Erachtens alles umfassen bis zur Todesstrafe hin. Damit wären wir eigentlich schon beim nächsten Punkt von mir, und zwar also sowohl einerseits diese Sache mit dem Aufstand und Aufruhr, aber davor hätte ich noch gern gewusst, ist denn dieser Superstaat EU, also jetzt dieser Staatenbund, de jure ja noch Staatenbund, ist der denn nicht de facto eigentlich schon ein Bundesstaat, sogar ohne diese EU-Verfassung oder den Vertrag von Lissabon? Einer Meinung. Also ich habe das ja immer vorgetragen, und jetzt gerade in dem Prozess ist es ein ganz wichtiger Punkt, dass er ein Bundesstaat ist, aber es war er auch schon. Es hängt natürlich vom Staatsbegriff ab, nicht? Und das ist das Problem, dass die meisten, die sich damit befassen, einfach nur sagen, es ist kein Bundesstaat, weil man sagt, wir wollen keinen Bundesstaat. Aber darauf kommt es ja wohl nicht an. Es kommt daran, was man geschaffen hat und was man schafft, ob das ein Bundesstaat ist oder nicht. Und es hängt vom Begriff ab. Und man kann natürlich den Begriff des Bundesstaates nicht nur festmachen am Beispiel Deutschland. Deutschland ist natürlich ein Bundesstaat, aber ein, wie ich das sage, ein unechter, weil er durch
Verfassungsgesetz geschaffen ist, durch Grundgesetz, der wirkliche Bundesstaat, der echte Bundesstaat, wird durch Vertrag geschaffen. Ja, aber leider wird diese Dogmatik bisher von den meisten nicht akzeptiert. Und es geht jetzt in dem Prozess um den Vertrag von Lissabon auch ganz wesentlich darum, dass man einfach mal einsieht, dass das schon ein vertragsbegründeter Staat, also Bundesstaat ist, aus verschiedenen Mitgliedstaaten, also Gliedern. Denn was ist ein Staat? Das ist doch die entscheidende Frage. Der Staat ist ja völkerrechtlich, ist es fraglos ein Staat. Er hat ja jetzt auch, soll ja auch haben, die Völkerrechtssubjektivität, die nimmt er jetzt schon in Anspruch. Die Außenwirtschaftsverträge werden alle von der Europäischen Union gemacht, die dann entgegen den Vertragstexten eine ausschließliche Befugnis in Anspruch nimmt, was ganz schlecht ist wirtschaftspolitisch, aber auch sonst. Darüber hinaus schließt die Union Verträge. Also sie hat, das sind die Kriterien, sie hat ein Gebiet, fraglos, sie hat Menschen, ein Volk, wenn man so will, die 500 Millionen, und sie hat eine Hoheit, und die ist zwar recht wirksam, die Hoheit. Also das sind die völkerrechtlichen Kriterien, die staatsrechtlichen Verträge. Das heißt, richtigerweise auch anerkannt, der Staat ist die Vereinigung einer Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen. Ja, die Vereinigung von Menschen ist fraglos. Es sind eine Menge Menschen, welche auch immer, und unter Gesetzen. Also die sollen natürlich möglichst dem Recht entsprechen, das tun sie nicht, aber unter Gesetzen. Das ist natürlich ein Staat. Und das zu leugnen, ist einfach dogmatisch irrig und sehr zweckorientiert, weil es kein Bundesstaat sein darf nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Nur, ich sage ja, wenn es ein Bundesstaat ist, ist es noch lange nicht rechtswidrig. Rechtswidrig ist, wird es dadurch, dass dieser Bundesstaat nicht demokratisch ist. Dass die Macht, die Staatsgewalt des der Europäischen Union, des Bundes also, nicht demokratisch legitimiert ist, dass die Gewaltenteilung nicht verwirklicht ist und dass es kein Sozialstaat ist. Also alle Grundelemente eines Rechtsstaates sind verletzt. Das ist das Problem. Und dem kann man nicht dadurch ausweichen, dass man sagt, es ist kein Bundesstaat, sondern nur ein Staatenverbund oder Staatenbund. Jeder Staatenverbund ist, wenn er eine gewisse Intensität erreicht, ein Bundesstaat. Und die Intensität hat die Union allemal. Ich nenne das, sie hat Befugnisse existenzieller Staatlichkeit, also schicksalhafter Staatlichkeit, Aufgaben, Befugnisse, die man demokratisch legitimieren muss, die in der Hand des Volkes sein müssen. Und das ist natürlich nicht mehr der Fall. Das Problem ist, dass dieser Bundesstaat deswegen schon nicht legal ist, weil er kein Bundesvolk hat. Es fehlt das Unionsvolk. Niemand sagt, dass es das gibt. Das zu schaffen würde bedeuten, dass die Mitgliedstaaten, die Völker, sich öffnen dafür und sagen, ja, wir wollen einen Teil unserer Hoheit ausüben lassen, abgeben an ein europäisches Volk. Dem müssten sie zustimmen. Das ginge nicht mehr durch verfassungsändernde Mehrheiten vom Bundestag und Bundesrat. Es ginge nur noch durch Referendum des Volkes. Das wäre eine Änderung des Grundgesetzes in den Grundfesten, die nicht zur Änderung stehen für die Politiker. Und das will natürlich niemand das machen. Ne? Das wäre ein Fall des Artikel 146, also eine Abstimmung des Volkes. Das wäre in anderen Ländern ganz genauso. Keiner will es machen, weil sie alle mit Recht Angst haben, dass die Völker Nein sagen. Die meisten würden natürlich klar Nein sagen. Also das, was man längst geschaffen hat, lässt sich mit rechtmäßig nicht herbeiführen. Also dieser Bundesstaat hat eben kein Bundesvolk. Und deswegen hat er keine Chance einer demokratischen Legitimation. Die kann nämlich nur folgen aus der originären Staatsgewalt des Bundesvolkes. Und das gibt es überhaupt nicht. Das wird Karlsruhe, das Bundesverfassungsgericht, zu entscheiden haben. Ja? Und deswegen müssen sie immer leugnen, dass die Union schon ein Staat, sprich Bundesstaat, mit entsprechenden staatlichen Befugnissen ist. Weil sonst logisch. Und unter Rechtsgesichtspunkten sagen müssen, es ist leider eben mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Nikolas also, und wenn man mal ehrliche Jurisprudenz macht, muss man das sagen. Richtig. Nikolas und ich sind beide Studenten und wir schütteln halt regelmäßig den Kopf über das, was wir in den Unis hören. Und ich bin an der Universität Eichstätt. Und junge Leute an den Unis, die erhoffen sich gut bezahlte Positionen in dieser neuen Weltordnung. Und diese jungen Leute erfahren dann auch teilweise, dass erhebliche Demokratiedefizite existieren. Und diese jungen Leute glauben, sie wären Teil der Oberschicht. Und die denken, sie denken, dass der Zweck die Mittel heiligt oder sie sind einfach nur opportunistisch und wollen halt eben daran teilhaben. Und an meiner Uni beschrieb man die Anstrengungen von Ihnen und Herrn Gauweiler in etwa als Stolperstein auf dem Weg zu dem großen Werk, ein Hindernis, ein hoffnungsloser Kampf.
Und ihre Argumente wurden natürlich nicht mal erwähnt. Und es fiel dann die herablassende Phrase David gegen Goliath, was natürlich eine schlecht gewählte Analogie ist. Denn man weiß ja, wer da gewonnen hatte. Und was denken Sie als Rechtsexperte darüber, dass eben dieses Establishment, diese Elite, unsere Steuergelder benutzt, um dieses Bildungssystem zu beeinflussen, um sich quasi dadurch dann irgendwie zu legitimieren? Ja, sehr wichtig. Also gerade die erste Bemerkung kann ich nur unterstützen. Die meisten glauben, sie gehören auf die richtige Seite, nicht? Nämlich zur führenden Schichten, zur Elite. Sie werden sich wundern. Deswegen halten sie still, sehr opportunistisch und wissen nicht richtig, dass es ein ungeheures Wagnis ist, auf die Demokratie zu verzichten. Das kann sich eigentlich kein Volk erlauben. Die Gefahr ist viel zu groß, dass man da ein ganz unglückliches Verhältnis bekommt. Das haben wir in Deutschland hinreichend Erfahrung. Also das finde ich ja nur töricht. Und es ist ganz erstaunlich, wie man es geschafft hat, dass die Studentenschaft weitestgehend da so opportunistisch ist. Das war ja zum Glück nicht immer so. Aber das zum einen. Zum anderen Stolperstein. Naja, ich meine, irgendjemand muss sich natürlich für das Recht einsetzen. Und das ist ja auch ganz wichtig, dass einfach mal angesichts dessen, dass die Wirtschaftslage sich ja auch verändert, mal gesagt wurde, was eigentlich Recht ist. Ich habe auch gar keinen Zweifel, dass alle, die ein bisschen genauer sich informieren, also lesen, sich davon überzeugen. Und dann ist es eine Frage, wie opportunistisch sie sind, ob sie dem folgen oder nicht. Ja, also ich denke, dass die Kritik in der Öffentlichkeit doch eine ganz große Resonanz hat, soweit sie zur Kenntnis genommen wird. Ich darf doch auf Österreich hinweisen, da bin ich auch da aktiv und tätig und mache ja auch eine Verfassungsklage für Österreich. Also da haben ja meine Vorträge in Österreich, die ja da ganz gut umgesetzt wurden, auch über YouTube, da hat eine riesen Rolle gespielt, dazu geführt, weil auch die Kronenzeitung, die Zeitung in Österreich, die Bildzeitung dort sozusagen, einen Aufsatz von mir auf zwei Seiten abgedruckt hat zu den Fragen. Ja, das ist noch nie vorgekommen, dass so eine Kurve-Abzeitung einen Aufsatz abdruckt. Und das hat die ganze Diskussion, die Kronenzeitung aufgegriffen hat und ganz schön verbreitet hat, hat dazu geführt, dass 70%, nur noch 30% der Österreicher Mitglied der EU bleiben wollten und 70% ausscheiden wollen. Und das hat ja dazu geführt, dass die Koalition gescheitert ist. Da habe ich den Anschluss gegeben. Nolens volens, ja, das war nicht mein Zweck. Ich habe nur meine Sache gesagt. Dass jetzt am 28. dann neu gewählt wird. Ja, das ist eine europapolitische Sache. Deswegen ist die Koalition auseinandergegangen, weil die Österreicher sehr viel besser informiert worden sind, weil endlich mal eine große Zeitung oder die Zeitung in Österreich mit 4 Millionen Auflage im 8 Millionen Volk, dass die das aufgegriffen haben und den Vertrag von Lissabon kritisiert haben. Ja. Obwohl die Kronenzeitung immer für die Mitgliedschaft war, hat damals ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die Österreich beigetreten ist, 94. Aber sie haben jetzt das Gegenteil gemacht und jedenfalls den Vertrag von Lissabon kritisiert. Und das hat eine riesen Wirkung gehabt. Also wenn die politische Klasse den Mut hätte, die Öffentlichkeit zu informieren über Fernsehen, über Zeitungen, dann würden sie sehr schnell eine andere Politik machen müssen. Es geht, und sie tragen dazu bei, dankenswert, es geht nur darum, dass die Öffentlichkeit informiert wird. Und da die großen Medien zur politischen Klasse gehören, machen sie das eben nicht. Ja, die versagen sich der Aufgabe, die Öffentlichkeit zu informieren. Die verfehlen ihre Aufgabe zutiefst und machen sich schuldig. Machen sich schuldig, denn ich habe keinen Zweifel, das nimmt kein gutes Ende. Das ist genauso jetzt mit der großen Finanzkrise. Es war eigentlich abzusehen. Ich habe darüber schon vor Jahren geschrieben, also ich bin ja noch kein Finanzwissenschaftler, aber aus rechtlicher Sicht, zu den Grenzen der Kapitalverkehrsfreiheit 1999 habe ich das gemacht. Und die greifen das nicht auf. Und jetzt haben sie den Ärger, dann wird über die Konsequenzen gesprochen und viel berichtet. Aber solange man vielleicht noch das abwenden kann, das Unheil, wird darüber nicht gesprochen, weil die Medien, die meisten großen Medien, Zeitungen insbesondere, sind nicht unabhängig, sondern in der Hand weniger Verleger mit großen wirtschaftlichen Interessen. Ne?
Sie haben den Begriff verwendet. Sie haben in Ihrem Vortrag, ja, den wir auch in unserem Webshop verkaufen, haben Sie den Begriff verwendet, organisiertes Bündnis über entsprechende Gesellschaften. Wir berichten ja auch häufig über diese mehr oder minder diskreten Gesellschaften, wie zum Beispiel die Bilderberg-Gruppe, den Rat für Auswärtige Beziehungen, Verein Atlantikbrücke. Und wir sind der Meinung, dass sich der Normalbürger da wirklich mal mit befassen sollte, denn man findet dann zum Beispiel Personen wie Joschka Fischer, die dann eine Lobrede halten auf George Bush den Älteren. Und da krachen dann irgendwie dann doch diese festgefahrenen politischen Denkmuster zusammen, weil Leute sich dann nicht mehr auskennen und sich fragen, wieso findet man immer wieder dieselben Interessengruppen hinter solchen Entwicklungen wie zum Beispiel der Europäischen Union? Also es ist durchaus denkbar. Ich denke, dass die Bilderberger einen sehr großen Einfluss haben und alle wichtigen Leute sind da drin, aus der Industrie und aus der Politik. Es ist ja halt geradezu ein Adelsschlacht, da drin zu sein. Die stimmen sich ab. Da spielt ja die Veranstaltung von Davos eine ganz große Rolle. Und es gibt natürlich auch noch weitere Gesellschaften, Pellegrin-Gesellschaft beispielsweise, die auch davon großer Bedeutung sind. Und viele, die man jetzt gar nicht nennen kann, weil man sie auch gar nicht kennt, ja, im Einzelnen oder nicht im Einzelnen genau Bescheid weiß, wie das im Einzelnen zusammenhängt. Ich denke, dass auch die Dienste also eine ganz große Rolle spielen bei der Entwicklung. Das ist ja sehr auffällig, dass fast nur noch in die führenden Ämter Leute kommen. In Deutschland ist auch auf dem Weg, versucht es auch, die vorher in solchen Diensten tätig waren. Sie wissen, wo Herr Steinmeier früher tätig war, im BND. Also das ist ja in den Vereinigten Staaten so. Der Bush, Angela Merkel, Putin, die Liste ist endlos. Ja. Und der ältere Bush war ja auch Chef. Ne? CIA-Direktor. CIA-Direktor, ja. Also der oberste Mann. Und Putin sowieso, KGB-Chef. Also das ist ja auffällig. Wer setzt sich in der Politik eigentlich noch durch, dass da noch wirklich demokratische Entscheidungen fallen, Personalentscheidungen, davon bin ich schon lange nicht mehr überzeugt. Nicht? Und wer meint, also mit dem Argument, das geringere Übel wählen zu müssen, das unterstützt, und ganz egal, welche Seite er da wählt, also immer das Gleiche, ja, die gleiche Politik wählt. Es gibt doch gar keinen Ansatz, etwa der Sozialdemokraten, irgendwas Kritisches zur europäischen und weltweiten Integration in dieser Weise zu sagen, genauso wenig natürlich wie auf der anderen Seite. Und wenn da mal so eine Ausnahme passiert, wie der Dr. Gauweiler, dann ist das bemerkenswert, ne? Das kann man schon sagen. Auf jeden Fall. Dass man jemand mal sich auf die Seite der Kritik stellt. Aber ich mache das ja schon lange, aber aus ganz anderen Gründen, weil meine Aufgabe ist, deswegen habe ich den Beruf ergriffen, das Recht zu verteilen, nicht? Und da gucke ich mir natürlich genau an, was Recht ist. Habe natürlich auch ein bisschen eine eigene Dogmatik, die eben eins nicht ist, opportunistisch und deswegen nicht bei jedem ankommt. Und da habe ich einen ganz großen Lehrmeister, wie Sie ja wissen und vielleicht schon gemerkt haben, das ist Kant. Ne? Richtig. Der ist ziemlich unbestechlich. Den muss man nur verstehen. Das ist eine ziemliche Mühe, aber dann kann man nicht mehr alles für richtig erklären. Ich habe gar keinen Zweifel, das Grundgesetz, der eigentliche Lehrmeister des Grundgesetzes ist Kant. Das ist in einer Notzeit gemacht worden, formuliert worden von einem Kantianer, nämlich Carlo Schmitt, der hatte den größten Einfluss auf den Text. Das ist in Ordnung, ja, soweit sie nicht verfälscht wurde, die Verfassung dann. Wenn man die Sachen kennt, gerade der größte Rechtslehrer, dann kann man eigentlich gar nicht anders als das vertreten, es sei denn, man ist eine Hofschranze, ja, ein Diener hinter Herrn. Aber die gibt's immer, gerade unter Juristen am allermeisten. Das ist das Problem. Ich übernehme die Rolle nicht. Und dann kann man natürlich auch nicht in der Politik irgendwie aufsteigen. Aber da muss man eben wissen, was man will. Wenn man in der Universität tätig ist, hat man die Aufgabe, der Wahrheit und der Richtigkeit zu dienen. Ich nehme das ernst, ja. Und dann soll man was anderes machen, ne? Richtig. Ich hätte jetzt noch eigentlich zwei Fragen, dann überlasse ich Nikolas das Feld. Eine meiner Fragen ist, haben Sie gehört von der sogenannten Security and Prosperity Partnership, diese neue Organisation in Nordamerika, welche Kanada, die USA und Mexiko mit einschließt? Man hat versucht, das Ganze halt hinter verschlossenen Türen abzuhalten und Judicial Watch hat dann auf die Herausgabe von Dokumenten geklagt und es hieß dann, es wird hinter den Kulissen fast das gesamte Recht eigentlich angeglichen, die nennen es Harmonisierung
Und man spricht schon offen. In den drei Staaten. In den drei Staaten. Man spricht offen mittlerweile sogar schon von einer gemeinsamen Sicherheitsgrenze. Wir haben Leute auf Video wie Condoleezza Rice, die davon sprechen. Da gab es dann nach einigem öffentlichen Aufruhr, nämlich eine öffentliche Veranstaltung, wo dann sich zum Beispiel Condoleezza Rice geäußert hatte. Wir haben den ehemaligen mexikanischen Präsidenten Vicente Fox auf Video, wie er sagt, ja, er möchte eine nordamerikanische Union sehen. Und wir entdecken halt, dass diese krassen Parallelen zu der Europäischen Union, besonders die Entstehung der Europäischen Union, also erst hieß es bei der nordamerikanischen Geschichte, es ist nur eine Harmonisierung, wir wollen uns nur ein bisschen unterhalten über die Sicherheit und so weiter, über Handel. Und letztendlich, wenn wir dann wirklich nochmal nachgucken, stellen wir fest, dass eigentlich eine Union eigentlich geplant ist. Also ich habe davon gehört, mich noch nicht vertieft damit beschäftigt, und es ist das gleiche Modell, das überall in der Welt praktiziert wird. Man schafft große Räume, große Regionen, um die dann zusammenzuführen gegebenenfalls. Ja. Da gibt es schon die Vision vom Weltstaat durch bestimmte Kräfte, die wir ja schon angesprochen haben, ohne dass man das im Einzelnen da so nachzeichnen kann. Aber auch in Deutschland findet demnächst eine Konferenz statt mit einer weltstaatlichen Ideologie. Und die wollen natürlich keine Kritiker hören, mich zum Beispiel nicht. Und obwohl ich eigentlich da von den Initiativen her hätte vortragen sollen, aber das wollen die gar nicht hören. Wird natürlich wieder hochideologisch gehandhabt. Also die Vorstellung, man könnte da eine Welt schaffen und beherrschen, und ich denke, das wird ungeheure Opfer bringen und verlangen, die ist vorhanden. Und ich denke, das wird systematisch diese Politik betrieben, erst der großen Räume und dann der Zusammenführung der großen Räume. Ein Vorläufer ist ja schon die Welthandelsorganisation, in gewisser Weise, und das dürfte auch ganz wesentlich das Modell sein. Das ist ein Modell ohne soziale Elemente. Das ist von großer Bedeutung. Aber schon die Welthandelsorganisation darf man in ihrer politischen Wirkung überhaupt nicht unterschätzen in der ganzen Frage. Die ist ja die Grundlage des Weltmarktes, also eigentlich unserer wesentlichen wirtschaftlichen Entwicklung. Die hat zwar keine Kapitalverkehrsfreiheit zum Inhalt, aber die Kapitalverkehrsfreiheit, die schlimmste ist, die steht in gewisser Weise in den europäischen Verträgen, weil man da hat man sie hineinbringen können, ohne jeden Widerspruch. Ja, woanders nicht. Und die Kapitalverkehrsfreiheit gilt ja nicht etwa nur in der Europäischen Union, sondern gegenüber dritten Ländern, also gegenüber der ganzen Welt. Jeder Chinese, jeder Amerikaner hat einen Anspruch darauf, dass hier wir, Deutschland, die Kapitalverkehrsfreiheit zu seinen Gunsten einhalten. Ja, das ist ein subjektives Recht eines Amerikaners, eines Chinesen, das aus der Kapitalverkehrsfreiheit. Es ist Ungeheuerlichkeit, sowas in einen Vertrag zu schreiben, ja. Und da sind also das ist weit in der Entwicklung, das sind alles Zwischenschritte in diese Richtung einer Weltherrschaft. Für mich ist es nicht nachvollziehbar, warum das jemand will. Und die Leute wollen nicht ja das gute Leben für alle Menschen schaffen, also im Sinne sozialer Gerechtigkeit. Das sieht man ja, welche Politik konkret läuft, dass sie das nicht machen. Sie wollen die Welt beherrschen. Also ich habe diesen Herrschaftsdrang nicht, ne? Und deswegen habe ich da immer so ein bisschen wenig Verständnis. Aber man kann analysieren, dass das so ist und dass es so läuft. Und da, ich denke, das gehört auch dazu. Auch Mercosur gehört ja dazu. Noch sehr zurückhaltend vergleichsweise, kenne ich ein bisschen besser durch meine Doktorarbeit. Und auch der ASEAN-Bereich gehört dazu. Also das ist eine systematische Strategie, denke ich schon. Nikolas, deine Fragen noch, die du hast? Professor Schachschneider, Sie haben vorher gesprochen davon, dass wir möglicherweise einen Teil der Hoheit abgeben müssen, dass wir als Volk uns praktisch öffnen müssten, wenn wir denn Teil eines europäischen Volkes werden wollten und so weiter. Ja. Jetzt habe ich eine vielleicht heretische Frage, aber wie souverän ist denn die BRD heute überhaupt? Sie ist nicht souverän. Sie ist nie souverän gewesen. Also das muss man ja sehen. Ich meine, rechnet sich vom Souveränitätsbegriff ab. Und viele bestreiten, ich denke nicht ganz zu Unrecht, dass es überhaupt noch Souveränität gibt in dieser Welt. Aber ich denke, es gibt schon Staaten, die souverän sind, wie die Vereinigten Staaten von Amerika. Ich würde auch China dazu rechnen. Auch Russland sicherlich. Russland kämpft gerade um die Souveränität, behauptet sie. Aber ich denke, wenn man insbesondere militärisch nicht souverän ist, ist man eben nicht souverän. Wobei es eine ganz andere Frage ist, ob Souveränität wünschenswert ist in dieser Weise. Also dass man in Rechtsverhältnissen lebt mit anderen Staaten, mit Nachbarn insbesondere, finde ich völlig richtig.
und die Rechtsverhältnisse binden und schränken damit auch die Souveränität in gewisser Weise ein, wenn auch völkerrechtlich ein Gewaltverbot besteht. Und das ist ja auch ein Schutz der Souveränität und also der Selbstständigkeit, heißt es ja in der UNO-Charta, und der Selbstbestimmung auch der Völker. Aber nur Deutschland. Also er hatte zwar den Deutschlandvertrag 1955, der also eine partielle Souveränität hergestellt hat. Und dann kommt ja als nächster ganz großer Schritt eben der 2+4-Vertrag 1990. Und der hat die Souveränität nicht hergestellt. Erstens ist es kein Friedensvertrag. Deutschland ist immer noch Feindstaat nach der UNO-Charta. Und wenn man einen Staat als Feindstaat bezeichnet, ist es schon so eine Problematik mit der Souveränität. Aber der 2+4-Vertrag hat ja deutliche militärische Einschränkungen. Deutschland hat auch natürlich nicht das Recht, aufgrund der völkerrechtlichen Verträge, sich mit atomarer Bewaffnung auszurüsten. Andere Staaten sind atomar bewaffnet. Also ist man da völlig unterlegen. Sind wir militärisch gar nicht verteidigungsfähig. Und also von Souveränität kann man nicht sprechen. Und dann kommt noch dazu, durch die Einbindung in die Europäische Union kann man nun von Souveränität auch nicht sprechen. Das ist ja ganz entscheidend, dass da, deswegen ja auch immer das Gerede von der Unumkehrbarkeit, die nicht mehr besteht, dass ja schon die Ausübung der Hoheitsrechte abgetreten worden ist. Da hatte man ja früher dogmatisiert, die Hoheitsrechte sind sozusagen endgültig übertragen. Das habe ich ja mitbekämpft und beseitigt. Dass es jetzt die rechtliche Dogmatik ist, dass nur die Hoheitsrechte zur Ausübung übertragen sind und dass wir jederzeit die Hoheitsrechte zurücknehmen können. Das ist ja das sensationelle Ergebnis des Maastricht-Prozesses, was die meisten noch nicht richtig begriffen haben, dass Deutschland den sogenannten Rechtsanwendungsbefehl aufgrund dessen, dass Unionsrecht, Gemeinschaftsrecht in Deutschland gilt, jederzeit rückgängig machen können, ohne politische Gründe, ohne besondere Gründe. Nur, im Augenblick ist es nicht so, es geht in die andere Richtung und das ist immer auch ein Stück Einbindung Deutschlands, ein Stück Bewältigung des sogenannten Problems Deutschland, wie es in amerikanischer Literatur heißt. Und also das ist mehr oder weniger das Gegenstück, die europäische Einbindung eben zur Besatzung, die ja auch dann zu Ende ging 1950, aber schon 57, auch schon eigentlich. Jetzt hat man eine Verteidigungsunion versucht, dann kam 1953 Kohle- und Stahlvertrag und 1957 die europäische, die Wirtschaftsgemeinschaft. Also das dient immer auch der Einbindung, aber auch andere Staaten sind eingebunden, das muss man auch sehen, ja. Aber es ist schon eine Gegenseitigkeit in gewisser Weise. Wir sind auch in die NATO eingebunden und also von, ich würde niemals sagen, dass Deutschland heutzutage souverän sei. Frankreich hat lange noch darum gekämpft. Ich glaube, Frankreich hat den Kampf auch aufgegeben. De Gaulle hat das noch versucht, aber jetzt kann man davon auch nicht reden. Also der Souveränitätsbegriff, kann man sagen, ist auch obsolet in gewisser Weise. Ich verteidige die existenzielle Staatlichkeit im Interesse der Demokratie, dass die wesentlichen Entscheidungen der Politik demokratisch legitimiert getroffen werden, was durch die Europäische Union in keiner Weise der Fall ist, sondern durch die nationalen Parlamente oder Volksabstimmungen gab. Das ist eine etwas andere Frage. Also die Souveränitätsfrage ist heute mehr als prekär. Das Bundesverfassungsgericht benutzt den Ausdruck allerdings noch, ich denke, zu Unrecht. Heißt es nicht im Klartext, dass also selbst wenn wir jetzt den Verfassungsvertrag, also den Vertrag von Lissabon außen vor lassen, dass wenn wir selbst wenn wir heute eine demokratische Legitimation hätten, also wir legitimieren eben diese Regierung in Berlin dazu, dass sie über unser Glück, über unser Wohl und Wehe sozusagen entscheidet. Jetzt ist aber diese Regierung gar nicht souverän. Inwiefern kann man denn dann heute, also aktuell überhaupt noch von einer Demokratie, also von einer von einem Einfluss des Volkes. Wir sollten ja theoretisch sollten wir ja der Souverän sein. Es steht ja im Grundgesetz, alle Macht geht vom Volke aus. Wie viel ist denn davon tatsächlich noch übrig? Wenig. Aber im Grundgesetz steht also alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Und Staatsgewalt ist die Hoheitlichkeit. Das ist das, was wir andere mit Souveränität dann beschreiben. Das ist ein Fundamentalsatz der Demokratie und des Grundgesetzes, der unabänderlich ist. Und selbst wenn wir eine neue Verfassung geben zugunsten eines europäischen Staates, muss aus Gründen, wie ich jetzt mal kantianisch sage, der Menschheit des Menschen, der Freiheit, die mit uns geboren ist, dieser Satz bestehen bleiben. Nur es wäre dann ein anderes Volk, nicht?
das Unionsvolk. Nur, ich meine, ich bin allemal dagegen, dass ein so großes Volk die Staatsgewalt innehat, sondern das sollten immer die kleineren Völker, die Nationen, sagen wir ruhig, bleiben. Die sind nun mal in Europa so gewachsen. Das ist nämlich ein europäisches Europa, das mit Verträgen geregelt gut zusammenarbeitet, aber doch die Hoheit bei den Völkern lässt. Denn nur dann können wir in Demokratien leben. Ich denke, das ist das allerwichtigste Prinzip, und zwar freiheitliche Demokratie. Um der Freiheit willen, der politischen Freiheit willen, dass wir in Demokratien leben. Denn Demokratie ist die politische Form der allgemeinen Freiheit. Und diese allgemeine Freiheit, oder politische Freiheit genannt, wird ja nicht anerkannt, ja, als Grundrecht. Muss ich mir überlegen. Die Rechtsprechung, auch Bundesverfassungsgericht, die Bundesregierung schreibt es jetzt wieder ganz klar, in den Schriftsätzen, der Bundestag auch, eine politische Freiheit als Grundrecht, auf die ich ja die Klage stütze unter anderem, gibt es nicht. Das ist eine solche Ungeheuerlichkeit. Wenn das Volk das wüsste, was unsere Regierung, unser Bundestag in die Schriftsätze schreibt, ja, welche Rechte sie den Menschen zugestehen, nur die Verbraucherfreiheit genau genommen, ja, also die Konsumentenfreiheit, nicht? Also und natürlich so ein bisschen Meinungsäußerungsfreiheit immer weniger und andere Religionsfreiheit noch an diese Grenzen und dies und jenes. Und die wirkliche Freiheit, der Kern der Freiheit, die politische Freiheit, wird nicht zugestanden. Und natürlich nur die Menschen, die im Volk zusammenleben, haben die Hoheit, die ja nichts anderes ist als die Macht des Volkes, wie Sie auch richtig sagen, die Möglichkeiten des Volkes, das Volk in Freiheit ausüben. Das Freiheit heißt, wird verwirklicht durch Gesetze des Rechts, durch Gesetze des Rechts, nicht eingeschränkt durch Gesetze, sondern verwirklicht durch Gesetze des Rechts. Und das kann nur das Volk selbst, in kantianisch gesprochen Sittlichkeit, indem man dem Sittengesetz folgt. Das Sittengesetz ist nichts anderes als das Rechtsprinzip, im Recht miteinander leben, das heißt nicht der Herr des anderen sein wollen, das ist Brüderlichkeit, und davon kann natürlich dann keine Rede mehr sein in einem so großen Gemeinwesen. Aber allemal müsste man erstmal sagen, wir trennen uns von diesem Satz, das ist nämlich das deutsche Volk, das die Staatsgewalt innehat, öffnen uns dafür, dass das europäische Volk, die Unionsbürgerschaft, eben bestimmte Aufgaben und Befugnisse aus originärer Hoheit ausübt. Und da müsste diese originäre Hoheit geschaffen werden. Das setzt, um es nochmal zu sagen, zwei Schritte voraus. Erstens müssen sich alle Völker dafür öffnen und sagen, wir wollen diesen Weg gehen. Das setzt Referenden voraus. Und dann muss das gesamte Unionsvolk auch eine dahingehende Verfassung begründen. Nicht? Und genau das wollte man ja durch den Verfassungsvertrag und jetzt durch den Vertrag von Lissabon nicht ganz in dem Maße erfasst, erschleichen, indem man da hineingeschrieben hat, das Europäische Parlament vertritt die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger. Nicht? Da wollte man so tun, als ob das eine, als ob die Unionsbürgerinnen und Bürger eine originäre Hoheit haben. Die wollte man ihnen sozusagen zuschieben, aber natürlich, die ist ja gar nicht begründet. Die kann nur begründet werden durch einen großen Verfassungsakt, der diese zwei Schritte voraussetzt unter Rechtsgesichtspunkten. Und das wäre natürlich in gar keiner Weise zu erwarten, dass die Völker das mitmachen, ja. Also nicht einmal die Deutschen, aber sicherlich nicht die Franzosen, die Briten und viele andere nicht. Ne? Deswegen machen die das so. Irgendwann sagt dann der Europäische Gerichtshof, ja, hier steht's doch. Die Verträge sind doch verbindlich. Also haben wir jetzt das Unionsvolk. Das ist ja das Schmerzliche für die, wie ich das nenne, Integrationisten, dass sie einfach die demokratische Legitimation für ihre Politik nicht haben. Das wissen sie ja ganz genau. Ja, sie geben es bloß nicht zu. Nicht? Und hoffen, dass die Gerichte nicht wirklich durchgreifen, obwohl das Maastricht-Urteil ist klar und deutlich, meines Erachtens. Aber es wird nicht beachtet. Es wird ja gar keiner Weise beachtet. Die Ermächtigungen der Union sind unendlich weit und die werden jeden Tag überraschend genutzt, und weil die Mitgliedstaaten stellen die demokratische Frage nicht wirklich. Erstens, weil die Abgeordneten nicht wissen, was los ist. Sie kennen die Verträge nicht. Das ist absolut verantwortungslos, wie die arbeiten. Die gehen in die Abstimmung und stimmen mit Begeisterung dazu, wie es ihnen vorgeschrieben ist, aber sie wissen nicht, was sie tun. Und wenn sie es denn wüssten, ist auch noch so eine Frage, ob sie dann ihrem Wissen folgen, ja, und da ihre Verantwortung wahrnehmen. Denn die Demokratie, die ist ja nur bei sehr wenigen wirklich zu Hause.
Das ist, haben Sie auch schon gesagt, dass die Studentenschaften sich davon abgewandt haben. Das sind, in Deutschland sind es nur noch 30%, die Demokratie wollen. Das liegt natürlich daran, dass die Demokratie mit Parteienstaat verwechselt. Ne? Das ist nicht der Höhepunkt der Demokratie, der Parteienstaat. Exakt. Ganz im Gegenteil, die Verfallserscheinung. Ich nenne es mal die Verfallserscheinung der Republik. Also Demokratie kann man schon gestalten, ja. Aber da muss man einiges anders machen. Die Demokratie ist, hat keinen guten Leumund gegenwärtig. Und bei den Staatsrechtslehrern, zu denen ich ja gehöre, ist sie der Sache nach beiseite geschoben. Wenn Sie die letzten Diskussionen angucken, da spricht zur europäischen Frage keiner mehr für die Demokratie. Die sprechen, die definieren Demokratie neu, nicht mehr als Legitimation aller Politik vom Volke durch Wahlen und Abstimmungen, wie es Grundgesetz sagt, sondern Demokratie heißt Effizienz, Transparenz und Legitimität. Ja, und jedes politische System, auch das Dritte Reich, haben sich bisher als legitim hingestellt. Sie kennen vielleicht Karl Schmidt, der den Unterschied von Legalität und Legitimität gemacht hat und gesagt hat, natürlich letztlich ist maßgeblich die Legitimität und die Legitimität ist gegebenenfalls, so wie er das sah, die eben der Führerschaft und Gefolgschaft. Also legitim kann man ja wohl alles nennen. Wird irgendein Chinese wagen zu sagen, das Regime in China sei nicht legitim? Dehnbarer Begriff. Ja, sehr dehnbar, also ganz unbestimmt. Also kein möglicher Rechtsbegriff, kein möglicher Rechtsbegriff. So wird jetzt gesprochen. Das ist die dominante Sprechweise, weil man eine Legitimation vom Bürger zur Politik nicht mehr darstellen kann. Sagt man, das ist doch schon weil effizient, nämlich effizient für die neoliberale Entwicklung, legitim. Und im Übrigen Transparenz, was wollt ihr? In Zukunft sollen ja die Ratssitzungen zum Teil öffentlich sein, also Transparenz. Das, da werden schöne Worte eingesetzt, die aber natürlich gar nichts ergeben. Auf Transparenz ist notwendig für die Demokratie, ganz klar. Und Effizienz ist auch im Prinzip immer gut, aber es macht noch lange keine Demokratie aus. Ne? Absolut. Das ist der Punkt. Aber da wird alles schon, das ist der Neusprech à la George Orwell und ein bisschen später, nicht 84, sondern jetzt, aber es ist schon ein paar Jahre. Und da liegen ganz große Gefahren, dass etwas eben propagandistisch gut geheißen wird. Leider auch von der Staatsrechtslehrerschaft. Es ist schon erstaunlich, wie wenig Kritiker da sind. Und ich muss sagen, also da ich ja das Feld ein wenig kenne, Demokratie hatte mal eine ganz kurze Konjunktur in Deutschland, in der Staatsrechtslehrerschaft und auch politisch. Das war in der Zeit Willy Brandts. Und wir wollten mehr Demokratie wagen. Das waren ein paar Jahre, dass man daran gearbeitet hat, dass man das Thema ernst genommen hat. Es war vorher nicht so und es ist jetzt auch schon lange nicht mehr so. Und man sagt einfach, natürlich ist Demokratie. Auch das Dritte Reich hat sich demokratisch genannt, können Sie überall nachlesen in der entsprechenden Literatur. Also natürlich ist jedes Herrschaftssystem demokratisch und da wird einfach übersehen, dass Herrschaft niemals demokratisch ist. Niemals. Ja? Sondern nur Verwirklichung von Freiheit. Es geht schon damit los, dass man sagt, Demokratie ist Herrschaft des Volkes. Das hat mit Herrschaft nichts zu tun, sondern Demokratie heißt, das Volk hat das Sagen. Ja? Das Volk wird nicht beherrscht. Das heißt Demokratie. Kathen heißt nämlich nicht herrschen, sondern heißt das Sagen haben. Das heißt, genau genommen heißt es griechisch den Wagen ziehen. Ja? Das heißt, das Volk zieht den Wagen aus dem Dreck. Also, aber diese philologische Fehlleistung ist von allergrößter Bedeutung für die Legitimation des Herrschaftssystems. Ich glaube, ich bin fast der Einzige. Es gibt noch Werner Mayhofer, der das begriffen hat. Sie kennen den Namen. Und es gibt noch Martin Kriele. Das waren sie aber auch schon, die gesehen haben, dass Demokratie eben und überhaupt das freiheitliche Staatswesen, die Republik, kein Herrschaftssystem sein darf. Ne? Sondern ein bestmögliches System der Verwirklichung der allgemeinen Freiheit durch Gesetze. Durch allgemeine Gesetze. Das ist Rousseau. Ne? Die Volonté Générale. Das ist nicht Herrschaft. Und da wird vielfach Rousseau damit Robespierre verwechselt. Also Rousseau ist nicht der Lehrer des Terreur, sondern das ist Robespierre, das ist eine Fehlentwicklung. Ne? Der Jakobiner gewesen. Ist ja auch beliebt bei den Neokonservativen. Ja. Was sind dann Ihre nächsten Projekte, Ihre nächsten Schritte und was empfehlen Sie den Leuten, die jetzt uns zuhören, als Schritte, die Sie vielleicht unternehmen sollten? Ja, das ist eine, natürlich, also sich informieren zunächst einmal, Ihre Sache hören,
meine Schriften lesen, ist ja einiges in der Homepage drin, kommt man ja rein. Also etwa die Verfassungsklage ist ja in gewisser Weise ein Europarechtslehrbuch. Und natürlich auch die kürzeren Schriften, die ja auch da drin sind. Es gibt viel zu lesen. Klar, es können nicht alle, haben nicht die Zeit. Und ich denke, es ist unbedingt nötig, aber es ist eine langfristige Arbeit, braucht man Organisationskraft, dass da eine neue politische Kraft gebildet wird, die also versucht, das Recht zu verteidigen. Also eine schwere Übung. Das gibt gute und starke Instrumente, um das zu verhindern. In Österreich funktioniert sowas ganz gut, weil es ein kleines Land ist, aber in Deutschland bisher eigentlich nicht. Wir brauchen schlicht und einfach andere Wahlen, in denen auch vielleicht mal alle wieder wählen. Ich spreche nicht für die Wahlpflicht. Also ich meine, man kann niemanden verpflichten, ein Übel zu wählen, ja. Und wenn alle, die da sich präsentieren, übel sind, dann ist es völlig in Ordnung, wenn man gar nicht wählt. Eben. Aber wir brauchen wählbare Gruppierungen, die einfach das Recht ins Auge fassen. Und das dazu gehört, wie schon gesagt, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das lässt sich nur, wenn man das Wort noch benutzen will, national verwirklichen. So wie die Welt ist, dazu gehört auch die Einheit der Sprache, dazu gehört auch gelebte, empfundene Solidarität, die gibt es natürlich in der Europäischen Union überhaupt nicht, sondern die gibt es aber doch in hinreichendem Maße in den Völkern, auch in Deutschland, bei allen Schwierigkeiten. In Deutschland haben alle doch bereitwillig den neuen Ländern geholfen, ja, waren da bereit, Solidaritätszuschlag zu zahlen, vieles andere mehr. Es hat kein großes Murren gegeben. Also das ist ein Stück der Solidarität des Volkes gewesen. Und dass eben da eine neue politische Kraft sich entfaltet, die dann aber auch alle Probleme, nicht? Alle Probleme unseres Lebens in dieser Welt mal zur Sprache bringt. Der erste Schritt ist Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit, zum Beispiel in den ganzen Diskussionen, dass da einfach mal die eigentlichen Fragen der Globalisierung und der Hintergründe der Globalisierung, der Wirkungsweise der Globalisierung, eben wirtschaftlich insbesondere angesprochen werden und auch mal deutlich gemacht wird, dass es gar keine Chance gibt, in dieser Konstellation eben die sozialpolitischen Probleme zu lösen, also soziale Gerechtigkeit herbeizuführen, chancenlos. Da muss man neue Verträge schaffen auf Weltebene, da muss man die Welthandelsorganisation verändern, da muss man die europäische Integration völlig verändern. Und wenn das tabuisiert wird, gibt es keine Chance. Da hat natürlich eine gewisse Partei gute Aufstiegschancen. aber die müsste vielleicht auch mal zugeben, macht sie manchmal auch, Herr Lafontaine macht das schon mal, dass die Probleme eigentlich in der Globalisierung liegen. Und die ist ja Politik, das muss man ja einfach mal sehen, das ist ja kein Naturereignis. Das ist einzig und allein Politik derjenigen, die davon am meisten profitieren. Und das ist ja auch ganz klar, dass, woher das kommt. Und das muss man einfach mal in Frage stellen und sich darauf besinnen, dass man vielleicht eine demokratisch legitimierte Politik macht. Und das heißt, dass man das Volk erstmal informiert und dann auch wirklich abstimmen lässt. Warum haben wir keine Abstimmung in Deutschland über die Europapolitik? Über den Euro beispielsweise. Warum verhindert man das? Solange die politische Klasse die Abstimmung scheut, ist sie nicht demokratisch. Absolut, absolut. Nikolaus, hattest du noch eine Frage, oder? Eigentlich einen ganzen Haufen. Die Frage ist, wie viel Zeit sie überhaupt noch haben oder ob wir uns lieber dann das aufsparen für weitere Male. Denn ich denke, man könnte ganz viel sagen über dieses Prinzip, dass dieses neoliberale Prinzip, ja, wenn alle so egoistisch wie möglich sind und wenn alle so viel akquirieren wie möglich, wenn alle einen möglichst hohen Shareholder Value haben, dann ist ja angeblich die Gesamtwohlfahrt am höchsten. Aber dieses Prinzip, und ich habe hier ein ganz aktuelles Paper vor mir liegen, dieses Prinzip, also dieses Modell, worauf sich diese Religion fast schon, ist es ja stützt, ist also nicht nur, hat schlechte Annahmen unbegründet und ist empirisch eigentlich irrelevant, sondern ist sogar mathematisch falsch. Das Modell ist mathematisch falsch. Ja. Und könnte man eine ganze Weile jetzt noch darüber diskutieren und das ist auch super. Studieren Sie Wirtschaftswissenschaft oder was ist Ihr Fach? Mein Fach ist Wirtschaftsinformatik, ja. Ja. Und
Und dadurch habe ich, sagen wir mal, gewisse mathematische Grundlagen sind mir beigebracht worden. Und ich konnte einigermaßen unvorbelastet eben volkswirtschaftliche, makroökonomische Themen angehen. Also, ja, Sie haben vollkommen recht. Ich meine, der Marktfundamentalismus, der geht nicht auf. Das Gesetz des Lebens kann nicht der Wettbewerb sein, nicht? Ja, Wettbewerb in gewissen Grenzen, nicht? Aber die soziale Gerechtigkeit muss vom Gesetzgeber realisiert werden und eigentlich alle, die einsichtig sind, sagen, dass zum Beispiel, sag mal, Leute, die gar nicht wirtschaften, sagen mal Konrad Lorenz beispielsweise, ja, muss mal sehen, der rechnet den Wettbewerb, den totalen Wettbewerb zu den 8 Todsünden der Menschheit und auch andere. Also es kann nicht nur eine Markt- und Wettbewerbsgesellschaft sein, dass ja eigentlich auch jeder einsehen muss. Und dieses Modell, was Sie da sagten, also der allgemeine Egoismus führt zum allgemeinen Wohlstand, ist, ich habe mich damit auch beschäftigt, ist einfach grob falsch. Ich werde das auch hier in der Schrift zur europäischen Wirtschaftserfassung bringen, dass das natürlich eine reine Ideologie ist, ein ganz großer Missgriff. Ich sag mal, ohne das staatliche Gesetz, und das meine ich natürlich immer als ein Gesetz, wie ich geschildert habe im rousseauschen Sinne, das sein muss, entsprechen muss dem allgemeinen Willen. Das heißt, es muss erkannt werden, was ist die Salus Publica, also was ist das Gemeinwohl. Das kann man erkennen. Dazu gehört natürlich die Einhaltung der Rechtsprinzipien, die nicht zur Disposition stehen. Und natürlich gehört dazu unbedingt, dass man wirtschaftswissenschaftlich vollen Durchblick hat und jedenfalls das Wissen bestmöglich nutzt und ehrlich nutzt. Und natürlich das Wissen im Übrigen auch, das soziologische Wissen und vieles andere mehr. Ohne eine solche Erkenntnis der richtigen Politik kann man also da nicht zum allgemeinen Wohl finden. Nicht? Also Kant hat ja gesagt, Politik ist ausübende Rechtslehre. Also es geht in der Politik um nichts anderes als Hervorgehen von Recht. Und das heißt, das können nicht nur Juristen machen. Da muss man alles Wissen nutzen. Und leider muss man sagen, versagt die Volkswirtschaftslehre zum großen Teil, weil sie die Dinge nicht mehr wahr machen, weil sie einseitig Propaganda machen. Man muss den Studenten auch mal was von Keynes sagen, ja. Man macht man jetzt ja vielleicht auch wieder. Eine Zeit lang war sie ja völlig tabuisiert. Da hat man dann eben nur die neoliberale Schule vertreten, à la Friedman und anderen. Und das sind ganz große Schwächen. Man muss wirklich wissenschaftlich an die Dinge herangehen, um die richtige Politik zu machen, eigentlich die schwerste Übung, aber möglich. Und wenn man sich anguckt, wer in den Parlamenten sitzt, dann kann man sich ja denken, dass es nicht möglich ist. Ja, es wäre die Aufgabe, dass die Parlamente das organisieren und jeder Abgeordnete sich darum bemüht, aber das Gegenteil ist der Fall, die bemühen sich um ihre Stellung, dass sie da eine Lebensstellung haben, einmal im Parlament, immer im Parlament. Und mit all den Vorteilen mehr. Sie wollen ja gar keine Politik machen. Sie wollen so froh, wenn das die europäische Bürokratie macht. Ja, und so doch entlastet. Auch von der Verantwortung. Also es ist möglich, denke ich. Wir könnten viel weiter sein, höchstwahrscheinlich für die ganze Welt. Aber da muss jedes Land seinen eigenen Weg suchen und da mal selbst die Verantwortung übernehmen, indem, wenn wir die wichtigsten Wissenschaften und so weit, das heißt Wirtschaft, Recht, Soziales, da zusammenführen, aber gehören auch andere dazu, auch die Naturwissenschaften, natürlich meine allein die ganze Biologie des Menschen, vieles mehr, um dann richtige Politik zu machen. Es ist traurig, dass wir bei dem hohen Stand des Wissens, den die Menschheit hat, eine so klägliche Politik machen. Ja? Völlig von Interessen bestimmt irgendwelcher Leute, die Macht haben. Und die haben es geschafft, durch den Internationalismus eben reich, wie am Anfang schon gesagt, reich und arm neu zu sortieren. In einer äußerst wirksamen Weise, denn der Reichtum, man denke nur an den Reichtum der Mafia, mit den ungeheuren Milliardenbeträgen, die die haben, die können natürlich jede Politik beeinflussen. Ne? Ist Ihnen bekannt, was Professor Carol Quigley gesagt hatte, der Politikwissenschaftsprofessor an der Georgetown University, Bill Clintons Mentor, in seinem Buch Katastrophe und Hoffnung, Tragedy and Hope, wo er dann gemeint hatte, ja, es ist ein internationales System, das angloamerikanische Establishment, wir wollen diese Weltkontrolle haben
Und wir benutzen die verschiedenen Parteien. Und Hauptsache, eine Partei unterstützt Zentralismus, dann unterstützen wir die Partei, weil letztendlich, wir sehen ja diese konkurrierenden, scheinbar konkurrierenden Modelle. Faschismus in all den Ausprägungen, Kommunismus und eben dann auch das, was wir jetzt haben hier im Westen, nämlich diese Pseudodemokratie, was eigentlich auch Autoritarismus ist. Und wie beurteilen Sie dann diese Äußerungen von diesem Quigley? Finde ich völlig überzeugend, ne? Finde ich völlig überzeugend. Das muss man muss ja solche Theorien auch erstmal zur Kenntnis nehmen und dann beobachten, ob sie sich bewähren. Und ich glaube, das kann man so sagen, dass die einflussreichen Gruppierungen es nicht dem Zufall überlassen, wer in einer Regierung sitzt. Ne? Absolut. Ja, das denke ich schon, ne? Und dass da man gibt sehr viele Einflussmöglichkeiten natürlich. Die Parteien, so wie wir sie haben, die ja völlig ungeregelt sind im Innern. Wir haben ja praktisch im Innern kein Parteienrecht. Das muss man auch mal sehen. Dass gerade das, was von größter Macht ist, gerade nicht rechtlich geregelt ist. In den Parteien gelten der Sache nach die Grundrechte nicht. Zum Beispiel das Recht der Meinungsäußerungsfreiheit gilt nicht, siehe Fall Clement und viele andere Fälle. Also die wesentlichen politischen Grundrechte gelten da nicht, werden nicht durchgesetzt. Der Parteiengerichtsschutz findet in Wirklichkeit nicht statt. Was da etabliert ist, ist eine Verhinderung des Rechtsschutzes durch lange drei Instanzen, die also so langsam entscheiden, dass die Sache nie relevant wird, bevor man zum ordentlichen Gericht gehen kann. Es gilt das reine Prinzip von Führer und Gefolgschaft und also nur das Prinzip der Stärke. Wer setzt sich durch, mit Mehrheiten, wie auch immer. Und an solchen Institutionen kann man besten Einfluss nehmen, von außen her, von den Diensten her, von wem auch immer, und dafür sorgen, dass die nicht eine bestimmte Person an die Macht kommt, aber eine richtige Person. Ja? Was halten Sie eine von den vielen, die zur Verfügung stehen, indem man zum Beispiel die anderen, die also nicht die richtige Linie haben, einfach verhindert. Man kann jeden in den Parteien verhindern mit Leichtigkeit. Der Fall Beck zeigt sie da mal mit Deutlichkeit. Und insofern hat man schon im Griff mit den nötigen Mitteln, wer dann das Sagen hat. Man kann davon ausgehen, die Bevölkerung wird immer wieder in etwa die gleichen Parteien wählen und dann bestimmt man, wer das Sagen hat. Und so glaube ich schon, dass die Parteien ein glänzendes Mittel sind, so ist meine Analyse, ein Land von außen her zu beherrschen. Oder auch von dunklen Kräften im Innern. Was halten Sie von dem neuen Präsidentschaftskandidaten Barack Obama, dessen wichtigster Berater ja Zbigniew Brzezinski ist, der Kommunistenfresser? Und dessen Frau im Council on Foreign Relations ist. Und wir sehen auch bei McCain ähnliche Verbindungen. Also was halten Sie von dieser politischen Landschaft? Ja, ich bin da mehr skeptisch, dass das der richtige Mann ist. Gerade wegen des Umfeldes. Das bringt zu uns ja auch nur sehr begrenzt vor. Und die schönen Reden, die sind es sicherlich nicht. Ja. Und allein die Vokabel vom Wechsel, Change, macht es auch nicht. Also da gibt es sicherlich Einflussfaktoren, auch im religiösen Bereich und in anderen Bereichen, die also für uns undurchsichtig sind. Also ich bin mehr als skeptisch, dass das ein neuer Heilsbringer sein wird. Ich denke, dass er viel zu abhängig sein wird. Man spricht ja auch davon, dass George Soros da einen großen Einfluss hat. Und der ja auch schon gezeigt hat, also welche Möglichkeiten er hat. Also ich bin außerordentlich skeptisch. Ob McCain, also McCain hat für sich, für mich, nicht weil er Republikaner ist, konservativ, das ist nicht der Punkt, sondern dass er wirklich mal in Vietnam Haltung gezeigt hat, ja. Da ist er, ich meine, er ist in Gefangenschaft geblieben und die war sicherlich kein Vergnügen, ganz im Gegenteil, mit Folter. Und sein Vater hätte ihn rausholen können. Es gibt natürlich Stimmen von Veteranen, die natürlich dann McCain eher doch negativer beurteilen. Also es gibt dann, weil ich meine, diese Geschichte, die man kennt, aber die nicht stimmen muss, dass er gesagt hat, entweder werden alle freigelassen oder ich bleibe, heißt es, vielleicht stimmt's nicht, was wissen wir da schon. Aber wenn das so stimmt, ist das natürlich schon beachtlich, ne? Kennen Sie denn vielleicht kann ich noch einmal ganz kurz auf die auf die deutsche Situation oder auf die um unser um einfach
eine Möglichkeit zu haben, wo wir vielleicht tatsächlich was bewegen können. Und das ist ja möglicherweise die Erststimme bei einer Bundestagswahl, wo wir ja die Möglichkeit haben, einen Direktkandidaten zu wählen. Ja. Sehen Sie eine Möglichkeit, dass wir, sagen wir mal, aus einer Graswurzelbewegung einzelne Leute, die sagen, okay, ich stelle mich der Verantwortung, ich möchte was verändern, lass mich als Direktkandidaten aufstellen, eben nicht innerhalb des Parteiensystems, sondern außerhalb dessen. Ist das vielleicht eine Möglichkeit? Den Vorschlag habe ich ja selbst mal gemacht. Ja. Vor Jahren. Also vor der vorletzten Bundestagswahl. Ich habe den selbst mal gemacht. Das war auch schon in Bewegung ein wenig. Und dann schien das doch alles viel zu schwach zu sein. Und die Chance, dass es sozusagen so viele Stimmen gibt, dass es wenigstens Respekt auslöst, war relativ gering. Aber das ist auch eine Frage der Organisationskraft. Ja. Das muss man sehen. Und natürlich auch einer Stimmungslage in der Bevölkerung. Ich begrüße dieses Modell allemal, dass unabhängige Kandidaten zeigen bei der Direktwahl, wir sind da, es gibt auch andere und wir sind nicht abhängig von der Partei. Unser Wahlrecht ist ja sowieso mehr als fragwürdig, verfassungsrechtlich. Jedes Verhältniswahlsystem führt zum Parteienstaat, ist ganz bewusst so gemacht. Und da kann man die Elemente der Mehrheitswahl, also der Personenwahl, Direktkandidaten ausnutzen und zeigt, ich meine, die wollen ja sowieso nur die Hälfte kriegen können, im optimalen Fall. Aber dass es auch anders geht und dass andere ankommen. Also wenn der Versuch gemacht wurde, würde ich das in jeder Weise begrüßen. Dann wird man sehen, es ist natürlich enorm schwer, wenn man in bestimmten Bezirken, es ist ja, glaube ich, in der Bundesrepublik noch einmal jemand direkt gewählt worden, der nicht in der Partei war, Daniel in Bonn, der war vorher Bürgermeister für die CDU und da hatte natürlich einen großen Bekanntheitsgrad. Ich selbst habe meinen ersten großen Prozess in diesem Sinne geführt in Berlin und dafür gesorgt, dass nicht parteiliche Kandidaten überhaupt kandidieren durften. Ja. Und da haben dann auch auf Bezirksebene 6 Leute den Weg geschafft in die Bezirksverordnetenversammlung die hatten nur in den Bezirk kandidiert, auf Landesebene kam es nicht in Betracht, weil die Leute gar nicht da waren. Also da habe ich einen großen Prozess geführt da musste die Wahl in Berlin wiederholt werden, schon lange her. Und da habt ihr genau dieses Prinzip, dass jeder kandidieren kann, durchgesetzt da in Berlin. Das ist später vom Bundesverfassungsgericht in Daniels Urteil bestätigt worden, hatte keine wirkliche Schule gemacht, weil die Kandidaten alle keine Chance hatten oder Gemeinden keine Chance haben. Es war eben keine Graswurzelbewegung, ne? Es waren Einzelpersonen, ne? Also in Berlin-Zehlendorf, wo der Stadtrat war, ist eine Wählergemeinschaft, ein unabhängiger Bürger. Da war die Phase, wo solche Dinge ankamen, Bürgerinitiativen. Und die haben tatsächlich da in Zehlendorf 14% bekommen. Und waren dann aufgrund des Systems da in der Bezirksverordnetenversammlung. Also das ist da bin ich genau auf Ihrer Seite, dass man das einfach mal um zur Erschütterung des Parteienstaates machen könnte. Man muss der Bevölkerung mal auch zeigen, es geht auch anders. Ich meine, es wählen ja bald die Hälfte nicht mehr. Und wie die abstimmen würden, ist ja noch ganz unsicher, nicht? Also ob die links oder rechts oder Mitte abstimmen würden, weiß ja keiner. Haben Sie mitbekommen, wie bei den Wahlen in Amerika im Vorfeld, wie dann der Kandidat Dr. Ron Paul am Anfang eher belächelt wurde als Kandidat ohne Chancen und er dann Platz 2 mehr oder weniger angenommen hatte hinter McCain, also er ist dann vorbeigezogen an Mitt Romney und Giuliani. Das hatte ich mitgekriegt, ja. Aber ich kann jetzt nicht so genau einschätzen, wer Paul war, ich habe das so gesehen, aber der war schon ein Außenseiter da, ne? Er war, in seiner eigenen Partei natürlich ist er der Außenseiter, also er durfte nicht mal sprechen bei dem Parteitag vor kurzem. Das wurde ihm, ihm wurde ein Deal angeboten, er hätte dort sich aufhalten dürfen unter strengsten Auflagen. Das hat er natürlich dann abgelehnt. Ja, toll. Ja, und wie gesagt, Ron Paul ist eigentlich der Einzige, der nicht diese Verbindungen hatte von den Kandidaten zu den entsprechenden Gesellschaften und Organisationen. Und Paul war eben noch extrem gegen den Krieg im Irak und hat sich dann auch dementsprechend mit McCain gefetzt in den Debatten. Und die Kandidatur war eigentlich geplant gewesen als Plattform eigentlich, um nur in den Debatten aufzutauchen, um einfach über richtige Themen zu sprechen. Und das Ganze wurde dann so populär, weil die Leute eben erkannt haben, dass Ron Paul ein echter Kandidat ist, dass er die ganzen anderen Kandidaten hinter sich gelassen hatte. Also ich denke, es ist definitiv möglich. Und Man braucht natürlich auch viel Öffentlichkeitsarbeit. Viel Geld ist ja einfach so ein Problem, dass die Menschen
gegenüber neuen Leuten, die nicht in festgefügten alten Parteien sind, sehr misstrauisch sind. Was ja natürlich auch irgendwo berechtigt ist, da das Misstrauen zu durchbrechen, das natürlich dann sofort von den etablierten Kräften genährt wird. Können Sie sich vorstellen, rechtsextrem schon schlecht, ne? Können Sie sich vorstellen, als Kandidat einer Graswurzelbewegung anzutreten? Ja. Notfalls ja. wir kreuzen die Finger. Ja, genau. Im Augenblick ist mein Programm, die Bücher fertig zu schreiben, also die Prozesse zu führen, aber die Bücher, ja, sind mir natürlich das Allerwichtigste. Also jetzt, ich mache gerade eins, was ich nannte, fertig zur europäischen Wirtschaftsverfassung, das heißt sehr weit, fast fertig. Und dann nochmal eins zur europäischen Organisationsverfassung, auch weiterentwickelt. Muss unbedingt sein, weil mal einer muss auch mal was sagen, von Grundprinzipien her, der nicht nur alles, was da läuft, positivistisch gut heißt und rechtfertigt, wie die übliche Literatur, die ohne jeden kritischen Ansatz ist, ohne jeden. Und das will ich unbedingt machen, diese beiden Bücher, das kostet noch ein bisschen. Und dann habe ich noch vor, ich habe ja mal eine größere Schrift gemacht, Republica et Populi, und also die ganze Republiklehre, Freiheitliche Republik. Und da habe ich den ersten Teil schon neu bearbeitet, Freiheit in der Republik heißt das, mir sehr wichtig, das ist mein Hauptwerk, Freiheit in der Republik. Und dann muss dann der zweite Teil kommen, sozusagen zur republikanischen Organisationsverfassung. Ne? Das heißt so Parlamentarismus, Parteien, Bundesverfassungsgericht und solche Dinge, Medien, das habe ich auch noch vor. Nicht? Und das ist natürlich auch alles sehr wichtig, also mir sehr wichtig. Ja, das ist alles im Kopf, alles bearbeitet und alles gemacht, aber man will es auch natürlich zur Verfügung stellen und in der Hoffnung, dass gute Leute wie Sie das irgendwann mal lesen. Wir werden auf jeden Fall das Buch publizieren und Werbung dafür machen und Sie auch wieder einladen ins Interview, hoffentlich schon vorher. Also wir werden auf jeden Fall mit Begeisterung uns darauf stürzen, wenn halt diese Bücher endlich sind. Was bewegt Sie denn, wenn ich fragen darf? Sie machen jetzt dieses Interview und Sie haben Ihren Auftritt, nicht? Im Internet. Richtig. Ja, und wie kommen Sie dazu? Was bewegt Sie jetzt als Student, wenn ich das höre? Also um es kurz zu fassen, also mit 16 Jahren erfuhr ich eigentlich immer mehr über illegale Operationen weltweit und irgendwann erreicht man einfach den Punkt, wo einfach in den Massenmedien nicht mehr berichtet wird. Also sei es Iran-Contra, sei es jetzt Watergate. Und man merkt einfach, das sind Dinge, die liegen lange zurück, die sind die wurden nie richtig aufgedeckt, Kennedy-Sache und so weiter. Und dann stellt man sich irgendwann die Frage, wo hört seriöse Recherche auf und wo beginnt eine haltlose Verschwörungstheorie? Und auf einmal wird diese Grenze verwischt und man findet dann erstaunlicherweise seriöse Autoren, die dann über regierungsgesponserten Terror schreiben und über diese politische Misere schreiben. Ich meine, Sie zählen ja auch dazu, sind ein absolut seriöser Mensch mit ihrer Arbeit und man stellt halt eben fest, in was für einer Misere man sich befindet und ich habe eben die Entscheidung getroffen, dass ich eben nicht mich opportun dieser Sache anschließe und wie gesagt, ich habe halt meine gesamte Energie jetzt darauf verwendet, aufzuklären und eben eine alternative Medienplattform zu etablieren, zusammen mit Nikolas, weil einfach die Massenmedien ich sage mal, absichtlich einen katastrophalen Job machen in der Hinsicht. Ja, einer Meinung. Also Sie haben, das ist eine sehr wichtige Sache, sehr verantwortungsvoll und nur zu begrüßen. Leider gibt es nur wenige Menschen des Typs, aber es hat ja auch schon mal so eine Bewegung gegeben, 68, die hatte auch ihre Fragwürdigkeit, fraglos, aber da gab es eben auch viele junge Leute, die haben gesagt, so geht's nicht weiter. Ne? Und da war ja eine ganz große innere Bewegung und alle haben teilgenommen daran. Viele, viele Menschen. Und ich denke, es ist längst wieder Zeit, in welcher Richtung auch immer. Es muss ja nicht so sein. Das war auch ein bisschen stark beeinflusst von der DDR damals, in Deutschland jedenfalls. Aber insgesamt war es ja eine große Bewegung der jungen Leute. Ne? Ja, eben. Studenten und andere. Jetzt, heute war jeder 68er. Das ist natürlich ein bisschen witzig, gerade Journalisten, die genau das Gegenteil machen. Aber das ist richtig und sehr begrüßenswert. Also wenn man da so einen Antrieb hat und sich einfach politisch verantwortlich fühlt. Und das wird man erst, wenn man ein bisschen informiert ist. Ne? Ja, und ich meine, wir haben deswegen auch... Die wollen viele auch keine Informationen. Die wollen nicht informiert werden, gerade die Politiker, weil sie nämlich dann sagen müssen, nee, das können wir nicht mehr machen. Wir müssen was tun. Also Nikolas und ich haben ja auch relativ bald dann gemerkt, was für eine Energie man dann doch entfesseln kann. Also ich meine, wir sind zwei junge Leute, aber wir hatten dann zum Beispiel
bestimmte Dokumentarfilme nach Deutschland gebracht, haben sie dann deutsch vertont und es dann den Leuten kostenlos zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, einzelne Filme haben mittlerweile, also die wurden mittlerweile über 1 Million Mal angesehen. Also jeder Film einzeln über 1 Million Mal. Und wir merken dann auch, was einfach dann, was für ein Erfolg dann möglich ist. Also ich meine, mein Hintergrund... Ich denke, das Internet bietet eine ganz neue Chance. Richtig. Auch der Demokratisierung. Und das ist ein neues Medium, also was von allergrößter Bedeutung ist. Und das finde ich nur begrüßenswert, dass dir da die Chance besteht, die etablierten Medien, die nachher weniger machtvoller Menschen sind und Organisationen, denen also eine Paroli zu bieten. Ne? Absolut. Das absolut. Wird die politische Landschaft völlig verändern. Ich habe auch eine Doktorarbeit dazu betreut, zur Internetdemokratie. Ja, und wir sehen ja auch jetzt die Bestrebungen, das freie Internet in der jetzigen Form einzuschränken oder vielleicht sogar komplett abzulösen durch das Internet 2, indem es eigentlich notwendig ist, eine Lizenz zu beschaffen, wieder eine Erlaubnis von dieser Regierung, um halt eine Webseite betreiben zu dürfen. Und es gibt dann wieder enorm viele Gesetze, die dann regulieren, was man dann posten darf im Internet und was nicht. Also das ist eine der größten Bedrohungen, die wir eben sehen und wir berichten auch regelmäßig darüber. Ah, interessant. Wie heißt nochmal Ihr Auftritt? Der heißt, also die Webseite ist www.infokrieg.tv. Ah ja, hat sie gesagt, habe ich auch geschrieben. Wir wählen einfach den Begriff des Informationskrieges. Das ist eigentlich ein Begriff natürlich aus dem militärischen Bereich, weil wir einfach damit den Leuten klar machen wollten, dass es geht um mehr zur Propaganda. Weil ich meine, jeder kennt so den Begriff Propaganda und hat seine Vorstellungen, aber viele begreifen nicht den Ernst der Sache in meiner Sicht. Und der Begriff kommt man jederzeit rein. Ja, und und der Begriff Informationskrieg traf dann die Realität meiner Ansicht danach viel besser. Nee, völlig richtig. Da gibt es eine Doktorarbeit bei mir, die leider noch nicht fertig ist, über Propaganda. Ich habe über Jahre versucht, meine Arbeit loszuwerden, also über Propaganda. Ne? Jetzt macht sie jemand, aber der hat viel zu tun, ist immer noch nicht fertig. Also ich muss mal sehen, dass über Propaganda, die ist unser Leben, Propaganda, dass da es noch in Deutschland keine Doktorarbeit gibt. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Keine Arbeit, die das mal rechtswissenschaftlich behandelt hat. Ne? Erstaunlich. Er macht einen Rechtsanwalt, der hat leider als Anwalt vor ihr viel zu tun, Herr Rothe, aber irgendwann wird fertig werden, hoffentlich. Es ist unbedingt ein Desiderat, ja, das ist noch nicht gemacht. Das gibt's nicht, ne? Dabei werden wir sogar beherrscht von einer Kanzlerin, die Funktionärin war für Agitation und Propaganda. Ja, ich meine, Leute wie Professor Daniele Ganser haben auch die Erfahrung gemacht, dass sie sich so ein Thema gewählt hatten, wie zum Beispiel regierungsgesponserter Terror. Also in dem Fall die NATO-Geheimarmeen, Operation Gladio. Und ihm wurde dann relativ deutlich davon abgeraten und er hat sich dann doch durchgesetzt. Und mittlerweile hat er eben dann dieses Buch weltweit veröffentlicht. Und man merkt einfach, wie dann das Thema dann mehr und mehr wissenschaftlich behandelt wird und wir einfach das Thema nicht in die Hände fallen lassen von irgendwelchen Spinnern oder so, die dann diese Fakten vermischen mit Blödsinn, um die Fakten zu diskreditieren. Ja. Genau so ist es. Genau, sehr gut, sehr gut. Das ist eine ganz große Gefahr, dass die Dienste genau das betreiben auch. Ja. Und die Sachen auf diese Weise desavouieren. Ne? Ja, haben Sie gehört, die Kölner Stadtanzeiger und der London Guardian haben berichtet, dass die NPD eigentlich gegründet worden ist, mehr oder weniger von einem britischen Agenten, also dieser Adolf von Tutten hieß er, glaube ich. Der war der Gründer, ja. Ja, und dass dann später rauskam, okay, er arbeitet für den britischen Geheimdienst. Und wir wissen ja auch immer diesen Skandal um die NPD, welche Führungsmitglieder wieder mal als V-Männer des sogenannten Informanten. So ist es, ja. Also wer das wirklich ist, ist eben die Frage, ne? Nicht? Richtig. Wer ist das wirklich, ne? Da habe ich auch so genau meine in die gleiche Richtung gehenden Befürchtungen, dass das eigentlich ein sehr nützliches Instrument ist, ne? Ja, und die NPD hat relativ wenige Mitglieder verglichen mit dieser Bewegung, von der wir jetzt Teil sind. Und ich meine, wir hatten eben einen erstaunlichen Erfolg in den letzten Jahren und nicht eine Anfrage kam von den Massenmedien. Nur ich sehe dann regelmäßig, wie dann der Stern, der Fokus, Spiegel halt dreiseitige Artikel widmen der Jugendorganisation der NPD mit 300 Mitgliedern oder so. Ja. Das ist erstaunlich. Einer Meinung. Nikolas, hättest du noch einen Punkt anzuführen oder bringen wir das Ganze nun zum Schluss? Ja, sicher. Ich denke, wir entlassen den Professor Schaffschneider. Es hat mir enormen Spaß gemacht. Es hat mich enorm vorgestellt. Ja, war eine Freude. Ich wollte vielleicht
vielleicht noch zwei Sätze zu dem Internet sagen, weil ich glaube, das ist genau der entscheidende Unterschied zu der Bewegung 68. Ja. Es mag sein, dass wir heute mehr opportunistische Studenten haben, aber es gibt einfach zum ersten Mal eigentlich in der Menschheitsgeschichte, dass wirklich der absolute Durchschnittsbürger an relevante, bedeutende Informationen kommen kann und das eigentlich nur durch einen Mausklick. Ja. Ja, das und, das gilt auszunutzen. Und, das ist ein Riesenunterschied. Ja. Das ist ein Riesenunterschied, ja. Ganz klar, die Information ist, Arme macht auch viel Mühe, aber die Chance ist da, ne? Ich habe das jetzt noch richtig mal körperlich erfahren durch YouTube, durch diesen Vortrag, der hat sich einfach frei gehalten, war gar nicht bezweckt. Familie, weil die haben diese Aufnahme gemacht und reingestellt. Und das hat eine große Wirkung gehabt in Österreich. Oh ja, richtig, das ist genau der Punkt. Genau genommen hat dieser Vortrag letztlich einen Anstoß gegeben, sagen wir mal, zum Sturz der Regierung. Ne? Ja, das muss man sich mal vorstellen. Weil bestimmte Leute das gehört haben, die haben das dann organisatorisch in die Hand genommen, was daraus zu machen ist. Diese Gruppe da rettet Österreich und die haben die Kronenzeitung bewegt und die Kronenzeitung hat es dann gemacht. Macht hat natürlich die Kronenzeitung, nicht ich, ja. Das war der Anstoß. Ja. Das ist schon, ne? Also über YouTube, weil das da plötzlich viele gelesen haben. Die haben sich eigentlich zugehört bei dem Vortrag, einer von Rettet Österreich, der daraufhin Rettet Österreich gegründet ist. Und der war eben tatkräftig und der hat dann haben wir auch ein Interview gemacht und das Material genutzt und da viel bewegt. Ne? Ob das jetzt in guten Händen ist, kann ich nicht beurteilen, aber ich kann das jetzt nicht näher einschätzen. Die kandidieren jetzt auch, die haben für die Wahl, aber es ist eine andere Frage. Aber die haben erstmal für die Neuwahl gesorgt, ne? Vielleicht hören uns ja sehr aktive Mitmenschen zu und wollen sich demnächst als Direktkandidaten aufstellen lassen oder wer weiß, was sich daraus entwickeln kann. Also die Chance ist auf jeden Fall da und wir sollten die auf jeden Fall wahrnehmen. Sehr gut. Genau. Das wäre der Weg. Okay, ich bedanke mich an dieser Stelle für das Interview und für die großartigen Beschreibungen von Ihnen und ich hoffe natürlich, dass wir möglichst bald weitere Interviews führen können und dass wir vielleicht auch mal mit einer Videokamera auftauchen und Projekte in Angriff nehmen. Bestens. Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank. Alles Gute.